Na, hat sich irgendwie anders angehört als sonst. Und du hast doch irgendwie stärker Berlinert. Naja, ich fange dann schon immer ein bisschen an zu Berlinern, wenn ich weiß, dass mein hochgeschätzter Kollege Kuttner, der sich ja durch sein extremes Berlinern auszeichnet, wenn der dann sich nähert und so karmamäßig Schwingung rüberkommt, dann verlässt mich mein Hochdeutsch und ich fange an zu Berlinern. Du Johnny, das ist nicht schlecht, wenn du Berlinerst. Also ich meine, weil du bist natürlich auch eine der authentischen Figuren, die es hier so im Radio gibt. Und wenn du dann so redest, wie dir der Schnabel gewachsen ist, wie du aufgewachsen bist, wie du wirklich bist, dann kommt das, glaube ich, auch beim Hörer ganz gut an. Meinst du? Ja, na war klar, das kommt ziemlich gut rüber. Naja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie deine Stärke, nehme ich mal an. Aber trotzdem, die Stimme war ziemlich belegt. Ja, das kommt daher, dass ich, das ist blöde, Kuttner, du kennst das vielleicht nicht, ihr Ostler seid ja da unbedarft, einfach in einer WG wohne und da lassen die Deppen immer das Küchenfenster auf. Na, aber du kannst das doch vielleicht selber zumachen, das Küchenfenster. Naja, du machst es zu und zack, kommt jemand an, dem die Luft dann irgendwie wieder stinkt und dann wird das Fenster aufgerissen, dann pfeift der kalte Wind drin und dann erkältet man sich, außerdem liegt im Bad wieder kein Teppich, sind die blanken Fliesen und als alter WG-Hase latscht du natürlich barfuß durch die Wohnung und dann holst du schnell was weg. Ich dachte, ihr in der WG habt immer ordentlich so Makramee-Puschen oder irgendwie so. Kuttner, jetzt komm hier nicht blöde, jetzt ist Schluss, jetzt hau ich ab. Tschüss, schöne Sendung. Tschüss, Johnny, komm schön nach Hause, hör noch ein bisschen schön zu am Anfang hier von, naja, ich weiß ja, wenn du dann in deinem ollen Auto sitzt, dann hast du unterwegs wahrscheinlich die Gelegenheit, hier den Anfang dieser wunderbaren Sendung zu verfolgen. Tschüss! Tschüss, Johnny, jetzt geht's los. Abend, 9:55. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Raus ist er, Olle Johnny. Also netter Kollege ist er ja manchmal ein bisschen eingebildet. Und irgendwie, ich fand seine Stimme war eigentlich viel interessanter als sonst. So ein bisschen heiser schadet ihm ja nicht. Nabend. Ah, Kinder, ein geiler Anfang, oder? Hey, wenn wir uns alle Mühe geben, wird's eine geile Sendung. Was heißt wir? Ihr müsst euch ein bisschen Mühe geben. Ihr gebt mir ja sowieso mal Mühe. Thank you.
kann sagen, dass es Count Basie ist. Man kann es Swing nennen oder man kann auch einfach sagen, ist Blasmusik. Und damit wären wir schon fast bei der nächsten Musik. Andererseits ist es ja keine Musiksendung hier, darum muss ich die Ihnen ein bisschen erklären. Gibt man ja manchmal so Situationen, in denen denkt man, ach, da greift man dann zu Notlösungen, die durchaus toll funktionieren können. Ich hoffe, ihr habt euch in der letzten Woche mit Tommy Wosch wohlgefühlt. Ich möchte mich nochmal hier ganz herzlich bei meinem Kollegen bedanken. Es gibt aber, wie gesagt, eben so Situationen, da lässt man andere für sich arbeiten. Es gibt auch Situationen, in denen arbeitet man dann selbst mit einem möglicherweise unglücklichen Bewusstsein und denkt, ach, vielleicht hat man doch den falschen Beruf und hätte was ganz anderes machen sollen. Das gibt mir jetzt Gelegenheit, überzuleiten zur nächsten Musik. Ansonsten kommt dann danach der halbautomatische Anrufbeantworter, kommt das Band von DD, das diesmal keine Zusammenfassung der letzten Sendung ist, sondern ein eigenständiger künstlerischer Beitrag von DD. Und dann werde ich das Thema verraten und dann können wir nach halb irgendwann lostelefonieren. Gibt manchmal Situationen, da denkt man, man wäre vielleicht doch was anderes geworden. Und genau das gibt mir jetzt die Gelegenheit, Blasmusik, ihr erinnert euch, überzuleiten zu einer Band, die heißt Bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot, die ich total großartig finde. Ich werde jetzt nicht sagen, warum ich die großartig finde, von die eine CD gemacht haben, die ich total großartig finde. Ich werde jetzt nicht sagen, warum ich die großartig finde und die man sich unbedingt kaufen sollte. Ich werde jetzt aber nicht sagen, warum man die sich kaufen sollte. Auf dieser CD ist ein toller Song drauf, der ist, den habe ich glaube ich noch nicht im Radio gespielt, weil der nämlich so lang ist. Andererseits ist der so schön. Da singt nämlich Peter Wawaczynik, ein begnadeter Schriftsteller, der gerade ein neues Buch gemacht hat. Also wenn es um Bücher geht, dann eine Kaufempfehlung, Peter Wawaczynik, Babylon, erschienen im Transit Verlag. Und der singt hier davon, dass er doch eigentlich lieber, und das verbindet mich jetzt mit ihm, abgesehen vom Gedanken der Blasmusik, eigentlich doch lieber Bauer werden wollte. Ein Gedanke, der mich hin und wieder auch überfällt. Im Grunde ist heute so ein Tag.
Schön weit aufmachen. Das Telefon. Hier ist wieder der Nikolai und ich wollte sagen, das einzige an unnötigen Dingen, was mir einfiel, war eigentlich so ein Segelflugzeug, was ich mal bauen wollte. Also ich hatte so eine Fernsteuerung, die hatte ich irgendwie mal zum Geburtstag geschenkt bekommen und so richtig groß mit allem drum und dran und wollte dann so in eigener Regie ein Segelflugzeug bauen, so mit eigenen Entwürfen und so ganz autark. Aber das hat irgendwie hin und vorne nicht hingehauen, weil ich mich da doch nicht so gut auskannte mit Segelflugzeugen und ihrer Physik. Und
naja, dann habe ich da rumgemurkst mit so ein paar Alurohren und irgendwann ist das Ganze dann in seiner Entwicklung stehen geblieben und ich habe dann anderthalb Jahre später so einen fertigen Bausatz gekriegt und der hat dann auch Spaß gemacht zu basteln und der funktioniert sogar. Ja, also hier ist der fröhliche Hockeymensch Toni und mein unnützester Gegenstand ist mein Hockeyschläger, da ich jetzt ja auf Kampfsport umgestiegen bin, wie Kuttner mir geraten hat. Ja, also hier ist der Fabian, ich muss euch sagen, Kuttner, der unnützte Gegenstand auf der Welt ist das Schulbuch. Ich sitze hier schon seit geschlagenen 2 Stunden, versuche mir diese blöden Formeln für die morgige Klausur hier einzuhämmern. Ja, ich wollte einen Vorschlag machen, dass man über völlig unnütze Dinge redet, die einem aber Spaß machen oder die einem was bedeuten, also zum Beispiel Muscheln, Steine oder irgendwelchen Nippes. Ja, hallo, hier ist Ute. Also in meinem Kleiderschrank, da hängen lauter unnütze Sachen rum, die ich mir aus Frust mal gekauft habe, um mir eine Freude zu machen, weil ich sowieso immer nur am liebsten meine Jeans trage. Also für unnütz halte ich meine Schwester. Morgens steht sie mir im Bad im Weg, nachmittags beim Fernsehen und abends auch im Kühlschrank. Also Geschwister sind sowas von überflüssig. Also hier ist Irene und ich habe in meinem Zimmer ein echt sinnloses, relativ teures Radio stehen, wo gerade eine uncoole Sendung namens Kuttner läuft. So, jetzt muss nochmal der Mund aufgemacht werden. Jetzt kommt nämlich der Brummer. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Yo, Heidi Do, ne? Hier ist nämlich der Göster und ich wollte sagen, dass ich Kuttners Stimme viel sexier finde als die von dem halbautomatischen Anrufbeantworter. Pass mal auf. Ja? Jetzt sagst du das nochmal genau andersrum. Okay. Also, ich finde ja die Stimme vom halbautomatischen Anrufbeantworter viel sexier als die von Captain Kirk Kuttner. Jo, hi, hier ist der Bertie Buschmann mal wieder und ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Stimme vom automatischen Anrufbeantworter überhaupt nicht sexy ist. Die ist einfach voll abturnt. Pass mal auf. Das sagst du jetzt nochmal genau andersrum, okay? Okay. Ja, Leute, hier ist Bertie Buschmann. Und was ich schon immer mal sagen wollte, der automatische Anrufbeantworter hat so eine sexy Stimme, den würde ich am liebsten gleich mieten. Ich finde den Kuttner ganz nett, aber den halbautomatischen Anrufbeantworter, den finde ich netter. Der sollte mal irgendwann mal einen Blue Moon machen. Der ist nämlich total cool. Eine total nette Stimme und sehr sympathisch. Kinder. Das war jetzt ein deutliches Zeichen dafür. Also erstmal eine Erklärung dafür, wie der Halbautomatband mit dem halbautomatischen Anrufbeantworter überhaupt grundsätzlich zustande kommt. Das war die erotische Stimme vom halbautomatischen Anrufbeantworter selbst, war auch on air in dieser Sendung zum allerersten Mal zu hören. Ihr seht, ihr seid echt tumbe, blinde, langweilige, öde, doofe Schwungmasse. Man sagt, macht Männchen und ihr macht Männchen. Insbesondere die Männchen waren glücklicherweise keine Frauen, die das gesagt haben. Interessiert mich auch ein Dreck, ob Göster und Bertie Buschmann meine Stimme erotisch finden. Hier geht's um andere Beträge. Spielen wir jetzt mal wieder Musik. Sterne, die stehen ja leider ein bisschen so im Schatten von Tokotronic und von Blumenfeld, sind aber eine klasse Band. Echt soll es sein, singen sie hier. Schreibt euch das hinter die Ohren. Jesus Christus.
Utopie und heute überholt. In einer Anstalt bin ich geboren. Und jetzt das dritte Programm, wo das Ameisenleben spielt. Jetzt wieder raus, wo der Bauer die Rüben sät. Irgendwie ähnlich diese Welten sehen sie aus. Da wo du lebst und ich bin da auch. Es möchte echt sein. Nicht gelesen und es möchte echt sein. Echt. Es möchte echt sein. Echt. In echt heißt diese wunderbare CD, die vor ja irgendwann bei La Store erschienen ist, die Sterne wandelt. Jetzt kommt ein quasi, an, wie gesagt, von mir angekündigt, nicht eine Zusammenfassung der letzten Sendung, also der Sendung vor 14 Tagen, sondern ein künstlerischer Beitrag von DD, der sonst immer wunderbare Hörspiele liefert. Hören mit uns ein. Ja, müssen wir uns eine Zugabe geben. Was spielen wir jetzt? Lied meiner Wahl? Oder vielleicht China is a Punkrocker, Jürgen is a Punkrocker. Statt China is a Punkrocker, sag ich mal. Jürgen, haben wir so dazwischen gekriegt. Okay, dann Jürgen is a Punkrocker. Was, nee, sagen wir anders. So, kannst du den spielen? So CGA? Oder es bringt etwas? CGA? Yeah. 1, 2, 3, 4. Vielen Dank.
das ist ja prima. Mensch, das Blöde ist jetzt nur, dass der doofe Johnny wahrscheinlich beim Tricky-Konzert ist und hier den definitiven Beweis, dass Jürgen ist ein Punk-Rocker, leider nicht hören konnte. Tut mir leid, seine Schuld, kann ich auch nichts dafür. Vielleicht spiele ich es ihm extra nochmal vor. Gleich kommt das Fritz-Info vorher, noch ein bisschen Musik. Musik, die mir auch auf den Leib geschrieben ist, von Susi Quadro. Das Fritz-Info, aber nicht von Susi Quadro, sondern quasi vom Ulrich Wickert des Sprechfunks. Thomas Prinzler wird die Nachrichten verlesen. Vorher Susi Quadro mit einem Song, der quasi von mir oder für mich ist. Volle Pulle Personenkult in der ersten halben Stunde. Das sitzt klasse. Fritz Kurzinfo. Blockiert. Die US-Regierung bleibt weiterhin zahlungsunfähig. Präsident Clinton lehnte am Abend den Haushaltsentwurf des Kongresses erneut ab. Wegen der Etat-Kontroverse wurden heute 800.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der USA in Zwangsurlaub geschickt. Streit. Auf dem Mannheimer SPD-Parteitag konnten heute die Zwistigkeiten der Parteiführung nicht ausgeräumt werden. SPD-Chef Scharping steht mit seiner Auffassung vor allem gegen die Regierungschefs von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Schröder und Simonis. Konsequent. Nach dem Mord an Ministerpräsident Rabin hat die israelische Justiz Anklage gegen zahlreiche radikale jüdische Siedler in den besetzten Gebieten erhoben. Sport. In der Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft spielt am Abend in Frankfurt-Oder Deutschland gegen Bulgarien 7:0. Wetter. Gelegentlich Sprühregen, nachts um 6 Grad, morgen um 8 Grad. Verkehr. Brandenburg A12, Berlin Richtung Frankfurt zwischen Dreieck Berkenbrück und Abzweig Briesen wird der Verkehr nach einem LKW-Unfall an der Unfallstelle wechselseitig vorbeigeleitet. Vorsicht bei Annäherung, aber dennoch gute Fahrt. So, dann sagen Sie mir doch mal, worüber handelt dieses Geräusch? Hund! Richtig. Und das hier? Uhu! Fast! Und das hier? Da liest einer. Und wer?
Kuttner? Ja, Kuttner kann lesen. 15. November, 19.30 Uhr, ABC am Altmarkt. Altmarkt 15 in Cottbus. Kuttner kann lesen. Eine Lesereise durch Berlin und Brandenburg. Präsentiert durch Fritz. The sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Gleich geht's los, vorher noch ein Muss. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände. Lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Super, Kinder, manchmal ist das ein geiler Job, ey. Geld verdienen mit Knöpfchen drücken. Soll ich meine Telefonnummer sagen lassen? Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben,
oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Zack, sag mal, du bist da jetzt gerade eben reingekommen. Wer bist denn du überhaupt? Ja, hallo Kuttner, hier ist die Andrea. Andrea, du rufst einfach an, ohne dass du jetzt überhaupt zum Beispiel ein Thema bist? Och, ich meine, du bist so menschenscheu heute. Ich dachte, ich frag dich mal. Ich bin so menschenscheu? Wieso bin ich so menschenscheu? Du hast die ganze Zeit vorhin nur Platten gespielt. Vorhin? Das war Johnny. Nee, jetzt eine halbe Stunde lang. Ach so, die erste halbe Stunde, die ist immer heilig. Ach so. Da darf nicht telefoniert werden. Ach so, gut, kenne ich deine Sendung noch gar nicht. Ah so. Naja, das hat sich so ergeben, weil der halbautomatische Anrufbeantworter ist zu erledigen. Dann liefert der DD immer eine Zusammenfassung der letzten Sendung. Zwischendurch, ich finde, die Leute sollen sich so langsam eintunen und wie gesagt an die Hände fassen. Guten Appetit. Ah ja, und das ist jetzt dein Thema, oder? Nee, das ist ja nicht mein Thema. Ich wollte jetzt gerade mein Thema erklären, war jetzt aber gleich verwirrt, weil alle Leute anrufen, ohne zum Beispiel überhaupt das Thema zu wissen. Und jetzt war meine Frage eigentlich eher rauszukriegen, was treibt denn junge Menschen dazu, einfach blind und ziellos die Telefonnummer zu wählen? Ach, so blind und ziellos ist das eigentlich nicht. War sehend und zielbewusst? Ja. Ja, 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 dann erklär mal. Ja, ich hab dir doch einen Brief geschrieben. Hast du den inzwischen gelesen? Nee. Ach Mist, echt. Der ist wahrscheinlich nicht angekommen. Scheiße, das wäre so ein gutes Thema gewesen. War das so ein toller Brief? Ja, der war echt total wichtig. Also nicht nur für dich und mich, sondern für die gesamte Hörerschaft. Für die gesamte Hörerschaft? Mhm. Ah, na für dich und mich wäre er besser, interessanter gewesen wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, wenn alle aber war mithören, auch für, dann muss der auch für alle interessant sein. Wenn alle mithören? Ja, klar, jetzt hören ja alle mit. Na, so laut lese ich ja meine Briefe nicht. Erstens kann ich auch leise lesen. Mhm. So und höchstens ein bisschen die Lippen dabei bewegen. Aber ohne, dass es jemand versteht. Ja, im Radio, wenn du die Lippen bewegst, dann ist es ja... Nee, aber ich lese doch die Briefe nicht im Radio vor. Nee, aber ich habe in dem Brief ja was geschrieben, was ich dich bitten wollte irgendwie... Ach so, und das kannst du jetzt aber nicht laut sagen. Diskutieren doch eigentlich schon. Ach so, sag mal. Das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Oh. Also Stichwort Palast der Republik hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich habe da bei deiner Hippie-0-Uhr-Kuttner-Sendung angerufen. Ja. Ja, und zwar... Da passt der Palast der Republik total gut. Hippie und Palast der Republik, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, eben. Das ja, super. Ja, soll ich mal einfach mal erzählen? Kannst du denn zwei Sätzen zusammenfassen? Also, ja, wenn du dann... Man sollte eine Hippie-Burg... Wie bitte? Wenn du dann die Details nachfragst... Das überlege ich mir. Ja, okay. Also, der soll doch abgerissen werden. Ist glaube ich, bis jetzt noch unklar. Nee, ist beschlossene Sache. Ist, ja? Haben die heimlich, still und leise irgendwie so nach der ganzen Diätenkiste irgendwie schnell beschlossen und da 20 Millionen so für vorgesehen. Ja. Und ich finde das einfach ein Unding. Also, das darf einfach nicht sein, weil das ist der Palast fürs Volk. Und der ist es nie gewesen, aber der könnte es werden. Verstehst du? Ja, verstehe ich. Weil da könnte man so viele tolle Sachen drin machen. Da sind... Man könnte eine schöne Hippie-Zentrale draus machen. Zum Beispiel. Eine Hippie-Burg. Oder, ja, eine Hippie-Burg. Eine Hippie-Burg wäre klasse. Na, Burg, das ist so... Da traut sich ja dann niemand mehr rein. Das soll ja für alle sein. Ach, in eine Hippie-Burg schon. Mit so großblumigen, sagen wir mal, Dekostoffen an der Wand. Ja, so ziemlich... Und Batikteppichen. Also so von der Einrichtung. Ich meine, du kennst den ja bestimmt. Ja, na, für die Einrichtung müsste dann schon ein bisschen verändert werden für aber eine Hippie-Burg. Kennst du die eine Disco unten im Keller, da mit dieser Drehscheibe? Ich kann mich ganz ferne daran erinnern. Mit diesem Glaswesen. Ja. So ein... Es klingt ein bisschen nach Hammond Inferno. Die könnten ja, da auch Partys machen. Echt ein tolles Ambiente. Ja. Ich meine, ich war da irgendwie ein oder zweimal drin und ich finde das einfach... Der hat sich voll in dein Herz eingeschrieben, der Palast der Republik. Hat sich also nicht nur... Man könnte ihn ja auch umtaufen einfach. Palast der Bundesrepublik. Ach, das ist doch langweilig. Naja, das wäre jetzt ein Kompromissangebot an die Herrschenden. Ja. Weil das sind die doch gewohnt. Das finde ich doch schick, das alles umbenennen. Ja, und dann sind sie vielleicht versöhnt.
Ja. Verstehst du? Und wir zwinkern Augen, können ja augenzwinkernd, kann man immer noch sagen, Palast der Republik. Bundesrepublik ist ja schließlich auch eine Republik. Ja, oder man lässt einfach ganz weg, ja? Sagt einfach Palast. Oder dafür so. Lassen die den stehen und die lassen den stehen und dafür heißt er dann Palast der Bundesrepublik. Ja, und die Frage ist ja, die wissen ja nicht irgendwie, denen fällt ja nichts Richtiges ein, was man daraus machen soll. Sonst hätten sie ja vielleicht schon beschlossen, den stehen zu lassen. Aber die wollen den jetzt abreißen. Und zwar hat so ein CDU-Politiker gesagt, um den Umzug, den Regierungsumzug zu beschleunigen. Und also ich denke mal, ich habe mir lange überlegt, was das zu bedeuten hat. Ich denke mal, das kann nur bedeuten, dass man es den Bonner Politikern leichter machen will und da irgendwelche alten Symbole aus dem Weg räumen oder so. Weil ich meine, die wissen nicht, was an die Stelle oder kommt. Dass man da die Bonner Altstadt, dass sie vielleicht die Bonner Altstadt danach bauen. Da an der Stelle, dass sich die Regierung ein bisschen wohler fühlen kann in Berlin. Ja, ich finde... Ey, ist doch aber auch losermäßig. Ey, die kommen da aus einem wunderbaren Kaff, weintrinkermäßig, immer 10 Grad wärmer als im Rest Deutschlands, der Rhein, ja, und dann nach Berlin. Dreckige Spree, Angler stehen da, werfen ihre Angeln nach toten Fischen aus, lauter Straßenlärm, schlechte Luft, man muss die auch verstehen. Ich meine, die wollen ja eigentlich auch da bleiben. Oder das, von hier aus können die da auch gerne bleiben. Also. Ja, oder dass man im Palast die Bonner Altstadt nachbaut. Nein, ich würde einfach sagen, also sozusagen den Palast der Republik als alternativen Regierungssitz. So schön internetmäßig vernetzen und dann immer... Als alternativen Regierungssitz. Ey, das ist aber natürlich schwer von der herrschenden Regierung zu verlangen, dass sie doch bitte Sorge um den alternativen Regierungssitz tragen möge. Diese Öffentlichkeit zu mobilisieren, verstehst du, Kuttner? Deshalb habe ich dir auch geschrieben, aber wenn das nicht ankommt, wenn du das nicht zur Diskussion stellen kannst, dann muss ich das jetzt mal so... Ja, hast du ja jetzt gemacht. Wir haben es ja jetzt auch schon, glaube ich, in vielen Aspekten durchdiskutiert. Ja. Ja? Haben, glaube ich, mehrere Alternativangebote gemacht. Von Bonner Anstalt, von Bonner Anstalt über Hippieburg hin zum alternativen Regierungssitz. Internetmäßig will ich da noch anfügen. Also so oder ich meine in diesem Plenarsaal, da können echt Gremien tagen ohne Ende irgendwie, Kinderparlament. Super, ja, basisdemokratische Abstimmung, massenhaft. Ja, total basisdemokratisch, dann parallel irgendwie die Mordsmultimedialen. Ey, darf ich mal ganz ehrlich was sagen, wenn ich multimedial und basisdemokratische Abstimmung und Kinderparlament höre, dann würde ich fast dazu neigen, doch den Palast auch abzureißen. Nee, also ich meine, ich persönlich nicht, das macht schon viel Arbeit, danach würde ich mich dann nicht reißen. Na, du nicht, ich auch nicht, aber du nicht. Ich meine, das müssen ganz viele machen, das meine ich ja irgendwie. Abreißen? Abreißen, das macht eine Firma, das machen auch viele. Ja. Aber ich denke mal einfach, diese 200 Millionen, die könnte man echt konstruktiver nutzen, als das Ding abzureißen. Aber sag mal, hältst du ein Kinderparlament wirklich für was Gutes? Ey, die sollen sich doch auch mal äußern dürfen, was sie so zu der ganzen Misere so zu sagen haben. Ach Mensch, wenn ich das Zentralorgan der Kinderparlamente, die Bravo, lese, dann denke ich lieber doch kein Kinderparlament mit Exekutivgewalt. Ja, aber ich meine, das ist nicht, also ich glaube nicht, dass das Zentralorgan ist. Das machen ja Leute, die das gut verkaufen wollen. Und ja, aber die verkaufen es nur, weil Kinder vielleicht so gelagert sind. Hast du Kinder? Ich kenne Kinder, ich kenne genug Kinder. Ja. Naja, ich meine, das war die ja Kinder auch Erwachsene berechenbar. Das war ja auch nicht nur ein Beispiel, so. Gut, danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, jetzt kannst du ja mal zum Thema kommen. Jetzt komme ich zum Thema. Okay, Kuttner. Tschüss. Dann tschüss. So, im Grunde sind wir schon fast beim Thema umbenennen. Notlösung ist das Thema, weil ich selber lebe jetzt im Moment in so einer, ich sitze hier in Klamotten, die sind 5 Tage alt, geschuldet ist einem Umzug und der Tatsache, dass große Bücherkisten vorm Kleiderschrank stehen. Insofern hatte ich keine, und im Kleiderschrank ohne völlig unsortierter Riesenwäscheklumpen ist, an dem einzelne Kleidungsstücke nicht zu identifizieren wären, sodass ich mich gezwungen sehe, seit 5 Tagen in denselben stinkigen Klamotten rumzulaufen, in denen ich Kisten schleppe, Bücherregale anbringe und mich bei Sat.1 bewerbe. Eine nicht gerade elegante Notlösung, aber immerhin doch eine Notlösung. Außerdem ist mir vorhin überhaupt durch diesen ganzen Mist verdammten
überhaupt ja nicht eingefallen, was für ein Thema ich nehmen sollte und dachte, Mensch, machst du einfach mal, ja, jeder redet über das, was er will, was allerdings gefährlich ist, weil die Verantwortung voll auf der Seite des Hörers liegt und ich damit den Ruder quasi aus der Hand gegeben hätte, was ich ungerne mache. Und dann ist mir eingefallen, dass das ja nur eine Notlösung wäre, so eine Art Freistil-Sendung zu machen. Und bong, hat's, zack, hat das rote Lämpchen bei mir geleuchtet, der Pavlovsche Hundespeichelfluss, also jetzt im Kopf gewissermaßen, setzte ein und dachte, Notlösung ist doch ein tolles Thema. Man lebt in einer miseren Situation und ist gezwungen, aus Zwirnsfaden und Streichhölzern sich einen Floß zu bauen. Wer von solchen Erfahrungen berichten kann, wer derartige Erlebnisse hat, wer schon mal einen Damenstrumpf als Keilriemen genommen hat, der sollte hier anrufen in Potsdam 0331 74 81 110 und über seine Notlösung reden. Notlösung in den unterschiedlichsten Bereichen des gesellschaftlichen und des privaten und des beruflichen Lebens. Also Notlösung, was zum Beispiel Partnerkonflikte betrifft, Notlösung, was Ozeanüberquerungen betrifft, Notlösungen, was Fortbewegung betrifft, Notlösung, was Ernährung betrifft. Wir müssen alle Bereiche abdecken, Kinder. Diese Sendung hat nämlich immer einen repräsentativen Anspruch. Wenn wir jetzt uns zu sehr verengen auf einen Bereich, auf ein Thema, dann wird's eine Spezialistensendung, dann hören nur noch Spezialisten zu und das wäre gar nicht schön, weil öffentlich-rechtliches Radio hat natürlich auch die Verantwortung, es allen recht zu machen, auch den 100,6 Hörern und den Autofahrern, die jetzt mit einer Silberkette um den Hals in ihrem Truck sitzen. Liebe Truckfahrer, bleibt dran, das ist die Frequenz, die ihr hören sollt. Das ist die Sendung, die euch voranbringt mit, sagen wir mal, wenn es zugelassen sind, 80 Kilometer pro Stunde Notlösung. Wer welche hat, ruft hier an. Die Sendung selbst ist eine und es ist wieder ein Moment, der mich vor Stolz erschauern lässt, wenn das Thema zugleich die Struktur der Sendung bildet, wenn die Sendung quasi wie der Hegelsche Weltgeist zu sich selbst kommt. Mann, das war eine Ansage. Und jetzt ein bisschen zärtliche Musik zum Überlegen. Stan Getz und Joao Gilberto. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Thank you.
Schicke Musik. Wenn ich Hermann van Veen wäre, würde ich jetzt an der Stelle sagen, ich habe ein zärtliches Gefühl. Ich bin aber nicht Hermann van Veen und ich sage auch nie Sätze wie ich habe ein zärtliches Gefühl, sondern ich kann einfach nur sagen, das ist Musik, die doch so richtig zu Herzen geht. Der Titel zum Beispiel auch. Oh. Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Ach, ist das nicht klasse? Ich glaube, wir müssen jetzt leider telefonieren. Also wir können einfach ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Tag ist ohne Notlösung. Wer bist denn du? Ja, hallo. Hallo? Ja, hallo. Ja, ich bin Brigitte Schmidt. Es ist so, ich habe... Du bist Brigitte. Ja, ich habe gerade die Anruferin gehört, die vom Palast der Republik gesprochen hat. Ey, wir reden jetzt nicht über den Palast der Republik, wir reden über Notlösung. Ja, ja. Ich denke, es wäre auch eine Notlösung für die vielen Obdachlosen, wenn sie zum Beispiel eben in den Palast der Republik könnten. Das wäre doch eine Notlösung. Ja? Verstehst du? Ja, also, ich verstehe, dass du, sagen wir mal, Spagat machst zwischen dem, worüber du eigentlich reden willst und dem, was Thema in der Sendung ist. Und ja, aber Spagat ist ja auch manchmal richtig. Ist auch eher eine Notlösung. Ich würde schon versuchen wollen zu diskutieren eher über über wirkliche Erfahrungen mit Notlösungen, nicht über mögliche Notlösungen. Also wenn man in die Zukunft plant, warum sollte man dann Notlösungen planen? Also wenn man dann über Obdachlose redet, dann soll man den Häuser bauen und vernünftige Wohnungen und die nicht in irgendwelchen Palästen der Republik unterbringen oder auf U-Bahn-Schächten oder im Winter, wenn es besonders kalt ist, die U-Bahn offen lassen, damit sie da auf dem Gang schlafen können. Das ist Schwachsinn. Das heißt ja eigentlich nur Obdachlosigkeit okay finden und sich damit zufrieden geben. Ja, aber ich meinte jetzt als Notlösung. Natürlich sollen die Menschen Wohnungen haben, richtige Wohnungen. Das ist keine Notlösung, das ist einfach eine Scheißlösung. Die sollen Wohnungen haben. Ja, natürlich sollen sie Wohnungen haben. Aber so, wenn er jetzt leer steht, also ich würde das eben als Notlösung sehen. Also oder als vorübergehend, ja? Solange wir eben... Sie hat als vorübergehende Notlösung. Ich danke dir für den Anruf, ja? Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Ja, hallo. Hier ist Antonio. Tag, Antonio. Bist du denn ein Notlöser? Ich habe eine ganz gute Geschichte dazu zu erzählen, sagen wir mal so. Ey, merkst du nicht, dass es schon mit Eigenlob anfängt? Na, also da ist ja wirklich sehr zweifelhaft, ob da überhaupt noch eine gute Geschichte kommen kann. Ja gut, okay, war vielleicht falsch. Mann, Antonio, du fängst ja an. Das ist ja schlimmer, als wenn ich, ohne dass ich überhaupt was gemacht habe, sage, das ist ja eine so tolle Sendung hier, in der ihr euch befindet. Die ist so super. Ein geiler Moderator, der hier hinterm Mikrofon sitzt. Okay, der tut mir leid, wirklich. Antonio. War falsch ausgedrückt. Also, du bist ein mäßiger Notlöser und hast eine dürftige Geschichte zu erzählen. Ja, okay, mein Ding auch so. Also, darf ich jetzt anfangen, oder? Also pass auf, ich fahre mit meinem Moped, einer Simson, in der Nähe von Felten in Schwanter, kennst du das? Fahre da jedenfalls mit ein paar Freunden, fahren wir so ein bisschen durch die Gegend, gerade Flappen gemacht und wandern da durch die Gegend, auf einmal platzt mir der Hinterreifen. Und das Schlimme war, ich hatte nur einen Schlüssel bei, keine Pumpe und auch kein Flickzeug. Und keiner von den anderen, also, die hatten auch alle nichts bei. Na gut, jedenfalls haben wir dann das Hinterrad irgendwie ausgebaut gekriegt mit Hilfe von Passanten. Und dann habe ich... Mit Hilfe von Passanten? Ja. Zu wie viel wart ihr denn? Wir waren zu fünf. Da sind fünf junge Menschen unterwegs auf dem Moped
bei dem hinten der Reifen platzt, ja, und dann müsst ihr Fußgänger, die vorbeimarschieren, belästigen damit, dass die euch helfen, den Reifen zu wechseln? Nee, wir waren ja nicht auf einem Moped, jeder hat ja eins gehabt, aber... Ja, das macht die Sache nicht besser. Ja, ich weiß, nee, also jedenfalls... Was waren denn das für Passanten? Ja, sag mal, da kommt so ein Mann mit einer Aktentasche im grauen Mantel, den Hut tief ins Gesicht gedrückt, den Blick auf den Boden gerichtet, kommt da vorbei gelatscht und ihr haut den an, ob der euch einen Reifen wechseln kann? Ja, aber ich meine, ein Schwanz, da läuft keiner mit Aktentasche rum, also... Na, meinetwegen auch ohne Aktentasche. Nee, wir haben den nicht so direkt angehauen, der stand vor so einem Haus, vor seinem Haus, wie sich dann herausgestellt haben, und wir haben ihn mal gefragt, ob er uns vielleicht... Den Reifen wechseln kann. Ja, ob er uns Hilfe leisten kann. Ich meine, den Reifen haben wir ja allein gewechselt, aber... ob wir uns wenigstens das nötige Werkzeug zur Verfügung stellen. Ah ja, das geht ja noch. Ja, und ja, finde ich auch. Und jedenfalls, die Simsons haben ja immer so eine schöne Ledersitzbank, ne? Und da wir kein Flickzeug hatten, habe ich mir überlegt, ob man nicht ein kleines Stück aus der Sitzbank rausschneiden kann, das dann so daran packen kann an den Schlauch und das dann praktisch gegen die Felge drücken kann, sodass es bis nach Hause hält. Und hat funktioniert? Ja, es hat funktioniert, aber nur 200 Meter. Und dann... und dann waren es aber auch nur noch 50 Meter bis nach Hause. Nee, dann waren es immer noch 2 Kilometer. 2 Kilometer? Ja. Eine Strecke, die zu Fuß ja völlig unbewältigbar ist. Ja, aber ich meine, mit einer Simmel, die Platten hat, ich meine... Ich meine, das geht schon auf jugendliche Oberarme, wenn man dann das Gefährt schieben muss, hä? Ja, das ist nicht gerade angenehm, sag ich mal. Das ist nicht gerade angenehm. Mann, oh Mann, oh Mann, ey, da hast du aber einen herben Schicksalsschlag mit einer Notlösung, sagen wir mal, um wie viel Prozent, um 10% reduziert. Ja, naja, tja, na, ich war zu Anfang. Ja, was hast du denn dann gemacht, die restlichen 1,8 Kilometer? Ich hab die Karre stehen lassen und bin mit meinem Freund mit nach Hause gefahren. Dann haben wir uns das nötige Werkzeug geholt, sind zurückgefahren und dann haben wir das repariert. Ich habe den Verdacht, wenn ich eine Sendung über Notlösung mache, man wird sich spiegeln können im Schein der Genialität der Anrufer. Ich danke dir für das. Das wird eine Andeutung sein, irgendwie auf meinen Intellekt, oder? Oder so ähnlich? Meinst du? Ich weiß nicht, du machst immer so zweideutige Bemerkungen, wo ich nicht weiß, ob man sich da beleidigt vorkommen soll oder beleidigt fühlen soll oder ob man sich geehrt fühlen soll. Wie geht man um mit so einer Situation, in der man nicht weiß, ob man sich beleidigt oder geehrt fühlen soll? Ich weiß nicht. Na, musst du da wissen, wirst du irgendwie damit fertig werden. Du musst da damit fertig werden, ich nicht. Ich mache ja nur die zweideutigen Bemerkungen. Ja, naja, ich hoffe... Neigst du eher zum... Ich hoffe, dass du es nicht böse meinst, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist das Problem dabei. Also du bist ja erstens nicht sicher, ob es Lob oder Tadel ist. Ja, genau. Und du bist ja dann nicht sicher, wenn es schon Tadel ist, ob es böse meint ist oder nicht. Genau so sieht's aus. Und wenn es Lob ist, hast du dir da mal überlegt? Dass du, da bist du wahrscheinlich auch unsicher, ob mir das einfach nur so rausgerutscht ist oder ernst gemeint. Ja. Nee, ich denke nicht, dass hier so viele Dinge so rausrutschen. Du siehst, du hast gleich wieder so einen Entscheidungsbaum vor dir. Auf EMA gibt es 4 Möglichkeiten. Ich sage einen Satz, 4 Möglichkeiten, an denen du schier verzweifelst. Nee, ich habe aber den Eindruck, dass du dir das einigermaßen überlegst, was du vorher sagst. Und deswegen kommt da nicht sowas. Das ehrt mich sehr, dass du den Eindruck hast. Ja, nee, den vermittelst du einfach. Ich sag dir, das Entscheidende so einer Sendung ist immer die Vorbereitung. Und hier sitzt einer, der mordsmäßig vorbereitet ist. Ach so, und dann wollte ich dir noch, ja, nee, du musst ja erstmal erklären, wie du aus dieser emotionalen Zerreißprobe rausgehst. Was passiert denn jetzt, wenn du auflegst? Und dir, meine Stimme klingt noch nach in deinem. Ja, ich weiß nicht, das ist ja immer das Problem. Ich meine, wenn ich jetzt, oder sagen wir mal, wenn du mich rausschmeißt. Ja. Und, ich meine, danach kannst du mich eigentlich ziemlich fertig machen. Ich meine, du kannst dich zwar jetzt fertig machen, bloß das machst du ja nicht. Mal, hast du ein Gefühl, dass ich dich danach fertig mache? Also bei anderen Anrufern habe ich das schon öfter erlebt, zumindest, dass du die rausgefeiert hast und danach dann fertig gemacht haben, wo sie sich nicht mehr, danach ist nicht fertig machen, danach kommt Fußnote, mein Lieber. Naja. Man darf den nicht überbewerten. Also jetzt darf man, der, sagen wir mal, den erhaltener Fußnote auch nicht unterbewerten. Aber Fußnote ist Fußnote, das hat nichts mit Fertigmachen zu tun. Also bis jetzt, dass es nur eine leichte Kritik war, die nicht unbedingt böse gemeint ist, oder?
Das Problem ist, du befindest dich in emotionaler Fußnot. Und du wirst immer noch nicht wissen, was das bedeutet, wenn du aufgelegt hast. Und was mich ja interessiert, was machst du jetzt? Du legst auf und bist, sagen wir mal, verzweifelt. Und dann gehst du morgen raus und dann sagen dir Leute, oi, 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 der hat sich aber wieder toll lustig über dich gemacht. Oder andere sagen zur selben Situation, hoi, 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 bist aber fein weggekommen bei. Und dann auch keine Lösung. Ja, also eigentlich, wenn ich deprimiert rausgehe. Ja. Und mit meinen Freunden darüber spreche, über die heutige Sendung. Ja. Dann reden die mir aber gut zu, dass Kuttner das ja eigentlich gar nicht so meint und so. Und dass er das ja nur macht, weil sonst niemand seine Sendung hören würde oder so. Was nicht unbedingt meine Meinung ist, ne? Du meinst, es ist ganz wichtig, dass ich Leute wie dich mit zwielichtigen Bemerkungen in die Ecke treibe, weil sonst die Sendung nicht gehört würde. Ich glaube, dass die meisten Leute einschalten, weil sie das ganz lustig finden, wie du mit den Leuten umgehst. Und nicht unbedingt wegen der Themen oder so, denke ich einfach mal. Ich denke wegen der Themen. Aber ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Und bleib schön unsicher. Ja, tschüss. Ja. So, das wäre jetzt die Fußnote. Ha, 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 ha. Und jetzt zeige ich die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter an. 0331 für Potsdam und dann 721 39 32. Da können ab sofort Notlösungen aufs Band gesprochen werden. Die werden dann zack, 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 zack zusammengeschnitten. Und wir können sie am Anfang der nächsten Sendung dann hören. Also Leute, die jetzt hier unter der 7481 110 nicht durchkommen, trotzdem aber wichtige Sachen zu sagen haben, können sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, dessen Stimme nach Einschätzung von Göder und von Berti Buschmann unheimlich erotisch sein soll. Wer das überprüfen will, hat die Möglichkeit da anzurufen. 721 39 32. Tag, wer bist denn du? Ich bin Elke. Tag, Elke. Ja, ich wollte dich eigentlich mal warnen, dass du doch mal deine komischen... Warnen? Warnen? Ja, natürlich warnen. Warnen? Ja, ich will doch nur dein Gutes. Du willst mein Gutes? Ja, natürlich. Ja, das würde ich lieber behalten. Nee, jedenfalls sind meine Eltern und ich vor mittlerweile 1,5 Jahren umgezogen. Ah, ja. Und bei uns stehen jedenfalls immer noch die Bücherkisten unausgepackt. Ehrlich? Ja. Dein Vater liest wohl nicht? Und du wohl auch nicht und die Mutti auch nicht. Wir lesen alle sehr, sehr viel, bloß wir lesen immer neue Bücher und nicht die Bücher, die halt in den Bücherkisten sind. Ah ja, und das willst du jetzt als Notlösung hier anbieten? Ey, das ist doch aber Schlamperei, das ist doch nur, wir blicken ins Wohnzimmer einer offensichtlich extrem verwahrlosten Familie. Im Schlafzimmer meiner Eltern. Im Schlafzimmer deiner Eltern? Ja. Stehen die unausgepackten Bücherkisten? Genau. Die darauf warten, ausgepackt zu werden, irgendwann mal. Ey, eine Notlösung wäre, wenn ihr die Kisten zusammenschiebt und eine Decke rüber und deine Eltern drauf schlafen. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber eine Decke ist drüber. Und sie sind zusammengeschoben. Eine Decke ist drüber, wie früher so über Bauerntruhe. Gewissermaßen ist ein Umzugskarton, aber aus Spaß ist es unsere Schlafzimmer-Bauerntruhe, in der Schätze ruhen. Ja, so könnte man es nennen. Naja, dann du merkst, ich versuche nur in Richtung Notlösung zu drehen. Ja, bitte. Ja, bitte, ja, danke. Ist ja meine verdammte Pflicht hier. Ja, eben. Weil ja über Notlösungen gesprochen werden sollen. Also ich empfinde es schon als eine Notlösung. Neigst du eher zur Notlösung oder findest du, hast du den Ehrgeiz, immer perfekte Lösungen zu finden für Herausforderungen, die sich dir stellen? Ja, ich hasse Notlösungen. Du hast Notlösungen? Ja, weil Notlösungen irgendwie so provisorisch sind und provisorisch ist irgendwie nicht perfekt. Aber bist du nicht manchmal auch in Situationen, wo sagen wir mal, die Notlösung die quasi perfekte Antwort auf das Problem war? Weil es so keine anderen Möglichkeiten gab? An Notlösungen gewöhnt man sich immer ziemlich gut und deswegen halten Provisorien eigentlich immer am längsten. Ja. Wie alt bist du, Elke? Ich bin 17. 17. Da hat man ja schon ab und an mal einen Freund, oder? Ja. Ja. Wie viele könntest du mal so zusammenzählen, wie viele Freunde das schon gewesen sind? Zwei. Der zweite ist noch der aktuelle oder sind ja. Beide Vergangenheit? Nee. Also ein vergangener und ein aktueller. Genau. Ja. Ist so eine Beziehung nicht auch Liebe oder wir gehen miteinander? Ist das nicht auch möglicherweise eine Situation, die hin und wieder Notlösung erforderlich macht? Ja, weil immer Kompromisse nötig sind. Ach, ein Kompromiss wäre für dich eine Notlösung? Naja, denke ich nicht die perfekte Lösung, ein Kompromiss, weil man ja dann immer was von der eigenen Meinung oder dem, was man durchsetzen will, abgeben muss. Ist die perfekte Lösung oder ist nicht? Habe ich ihn nicht verstanden? Perfekte. Ist nicht die perfekte Lösung. Nö, du denkst, die perfekte Lösung wäre,
ich bin Elke und was ich denke, ist richtig und der Kerl soll sich danach richten. Ja, schön wär's, so funktioniert ja meistens nicht. Ah ja. Elke, hä? Wo richteten sich der Kerl gerade nicht danach? Nee, kann man jetzt so nicht festmachen, ich meine, das ist eigentlich eher allgemein. Nee, das ist immer ganz konkret und einzeln. Möchte ich erstens nicht sagen, zweitens fällt mir ja spontan irgendwie nichts ein. Also andersrum wäre die Reihenfolge besser gewesen, fällt mir ja, nicht gut, ein und ja, möchte aber, ich nicht zu sagen. Aber erst sagen möchte ich nicht sagen und fällt mir nichts ein, da vermutet man ja, ist vielleicht ja nicht weiter. Sondern Elke ist ein junges, lebenslustiges Mädchen, was überlegungs- und reflektionslos in den Tag und ihre Beziehung hineinlebt. Und sich dann aber über Kompromisse, die sie angeblich machen muss, von denen sie aber nicht weiß, welche Art sie sind und ob sie überhaupt welche gemacht hat, beschwert. Elke, du zeichnest hier ein Bild nörgelnder Jugendlicher. Ja, die Null-Bock-Generation, oder? Die Null-Bock-Generation und immer rumnölen. Keine Probleme haben, aber nölen. Ja, wieso? Immer am besten nölen. Es könnte sich ja was verbessern. Was könnte sich verbessern? Ja, die Welt im Allgemeinen. Und dann kann man ja... Hey, die Welt im Allgemeinen. Mit der gehst du nicht ins Bett und bist nicht verheiratet. Stimmt. Dein Freund ist das Problem. Ist es? Na, offensichtlich nicht. Ja, eben. Ist eigentlich besser so, nee, oder? Dein Freund ist kein Problem, ist alles prima, aber trotzdem wird dir nölt über den, der arme Kerl. Wird er nicht? Wie heißt denn der? Doch. Ist auch 17. Der ist auch 17. Und wie heißt er? Michael. Michael. Armer Michael. Aha. Ja. Sprecht ihr manchmal auch miteinander über euch? Wäre schlimm, wenn wir nicht reden würden. Gibt's oder? Da auch Streit? Bis jetzt noch nicht. Ich weiß ja nicht, was ich euch wünschen soll, ob es so bleiben soll oder ob es mal kräftig anders werden soll. Elke, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, tschüss. Und grüß die Eltern schön. Ja, Mann. Schlafen die schon auf ihren Bücherkisten? Die sind noch nicht zu Hause. Ach, die treiben sich jetzt nachts rum? Ja. Ist ja nicht so normal, oder? Eltern, die am Dienstag um 23.10 Uhr noch nicht zu Hause sind, machst du dir da keine Sorgen? Ich denke mal, dass meine Eltern auf sich alleine aufpassen können. Was oder? Machen die? Na, seid ihr da nicht so sicher. Was machen die? Weißt du denn? Die waren zu einem Vortrag oder zu einem Seminar oder so. Zu einem Vortrag? Weißt du, worum es ging? Um irgendwas Pharmazeutisches. Ach, sind das bildet Pharmazeuten? Genau. Ah. Na gut, dann grüß deine Pharmazeuteneltern. Ja, tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du? Hallo. Hallo? Hallo. Hallo. Ey, Notlösung ist ja ein Frauenthema, wa? Tag, wer bist denn du? Ich bin Paula. Tag, Paula. Echt, ey, ich bin jetzt auf einmal im Radio. Ist ja komisch, gar keine Zwischenschaltung diesmal. Nee, ist ja aber nie. Echt, ist ja geil. Na, ich wollte eigentlich mal was ganz Allgemeines sagen. Also, ich finde... Ey, Paula, es ist aber insofern ist es vielleicht... Es ist kein Redakteur, der draußen sitzt, aber es ist auch keine Sendung, in der man was ganz Allgemeines sagen Nein, darf. Das hat schon was drin. Sondern man muss immer ich sagen. Es geht um Notlösungen und erwartet werden Notlösungen, die, also Nöte, die du gelöst hast. Hm. Es geht um konkrete Notlösungserfahrungen, die hier ausgebreitet, entwickelt und entfaltet, gewendet und betrachtet werden sollen. Hm, ich wollte dir eigentlich meine Notlösungstheorie erzählen. Eine Notlösungstheorie? Ja. Also eine Zusammenfassung unterschiedlicher Notlösungen in ihren verbindenden Aspekten. Nee, hör dir doch einfach an, was ich sagen will. Nee, ich muss ja mal vorher abchecken. Nachher sagst du irgendwas, was vielleicht, sagen wir mal, volle Pulle uninteressant ist. Ja, aber irgendwie machst du das ziemlich kompliziert, muss ich mal sagen, weil wenn du erst eine Viertelstunde dich darüber unterhältst, worüber ich mich mit dir unterhalten will, da hätte ich das auch eigentlich schneller gesagt. Ey, aber einfach ist manchmal langweilig, findest du nicht auch? Ja, das stimmt, aber manchmal ist es gut, weil irgendwie wollen ja heute noch ganz viele Leute anrufen, schätze ich, und irgendwie... Ja, das geht ja aber nicht darum, dass hier möglichst viele anrufen, sondern dass die anrufen, qualifizierte Beiträge liefern. Na okay. Das ist genau jetzt gewissermaßen meine Hebammenarbeit, dir einen qualifizierten Beitrag zu entlocken. Oder wenn es möglicherweise völlig unbewusst oder du das selber jetzt so nicht einschätzen kannst, ein unqualifizierter Beitrag ist, ihn dann wenigstens schnell noch im Verlaufe des Gesprächs umzuspritzen, zu lackieren und mit einer neuen Motornummer zu versehen. Dass es aussieht wie ein interessanter Beitrag. Ey, das ist ja jetzt schon interessant genug. Meinst du? Nee, eigentlich nicht. Meinst du? Nee, meine ich nicht. Meinst du nicht? Nee, meine ich nicht, sonst würdest du ja sagen, ich kann jetzt auflegen. Nee, würde ich gar nicht sagen. Muss das gar nicht sagen. Kann ja immer noch qualifizierter und noch interessanter werden. Hast du eigentlich recht. Siehst du?
Du hast jedenfalls eine Notlösungstheorie. Was bringt denn junge Menschen dazu, Notlösungstheorien zu entwickeln? Na, ich versuche immer zu allen Sachen eine Theorie zu entwickeln, damit ich immer so nicht nur so wie die meisten Menschen das machen für irgendwelche Sachen irgendeine kleine Lösung habe, sondern dass ich versuche immer, obwohl ich es noch nicht so richtig geschafft habe, so für alle Sachen so eine allumfassende Theorie zu entwickeln. Welche waren die letzten drei Dinge, für die du eine Theorie entwickelt hast? Naja, das eine so zum Beispiel die Theorie über den Charakter von Menschen oder das Verhalten von Menschen. Ey Baby, du greifst aber immer ziemlich weit. Ja, das habe ich so an mir. Ja, aber hast du denn wirklich, wie alt bist denn du? 16. Und wo wohnst du? In Röntgenthal. In Röntgenthal. Und du willst jetzt über den Charakter der Menschen reden? Also sagen wir mal, australische Aborigines, mongolische Jurtenbewohner und grönländische Eskimos eingeschlossen. Ja, nee, das hat auch was damit zu tun. Also ich meinte jetzt eigentlich nicht Charakter, das war jetzt wieder so ein Teil davon. Und du meintest doch nicht Menschen, ne? Sondern ja. Du hast vom Aquarium gesessen und dich gewundert, warum die Fische immer so das Maul aufreißen. Nein, ich meine schon Menschen, das ist ja was völlig anderes als bei Tieren. Und du meintest aber die Menschen an sich? Ja. Kennst du ein Eskimo? Nee, aber ich versuche mir, man kann ja auch was lesen und so. Ey, vielleicht ist der resistent in Röntgenthaler Theorie. Was? Vielleicht sind Eskimos resistent, charakterresistent gegen Röntgenthaler Theoretikerinnen. Ja, ich habe ja auch noch nicht so richtig die richtige, perfekte Lösung habe ich ja auch noch nicht gefunden. Das ist ja das Problem, aber eine Sache, die ich mir durchaus vorstellen kann. Ja, aber ich lebe ja noch ein Weilchen und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann und dann schreibe ich ein Buch darüber. Ja. Kannst du jetzt mal ganz ausführlich durchlesen? Ja, da freue ich mich schon drauf. Ja. Der Charakter des Menschen von Elke. Du verstehst das falsch mit Charakter. Ich meinte überhaupt nicht Charakter. Ich habe gesagt, das Verhalten der Menschen. Ja, ich meine auch, das Verhalten ist auch. Es geht mir um den Menschen. Ey, weil es gibt so viele verschiedene. Das ist es ja eben. Da denkt man, möglicherweise sind die ja nicht, gehören die ja nicht in eine Spezies. Na, das ist es ja eben. Das geht ja eben darum, das zu unterteilen. Warum verhalten sich alle Menschen völlig unterschiedlich? Und das hat ja nicht nur was damit zu tun, das hat ja nicht einfach nur was mit ihrem Charakter zu tun. Es hat ja sind ja so viele Faktoren da zuständig und man kann das nie richtig genau abschätzen und so. Aber ja, also wenn das irgendwie die Summe deiner Theorie ist, dann würde ich ihr durchaus zustimmen. Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zur Not. Achso, der Charakter war das eine, du wolltest ja die letzten drei Theorien sagen. Der Charakter. Was war denn der Anlass, über den Charakter der Menschen nachzudenken? Mache ich schon, seit ich so richtig nachdenken kann. Also. Ei. Gut, denn die zwei anderen Nachdenkungstheorien. Also, jetzt die zweite, die fällt mir jetzt nicht so richtig ein. Ich glaube, das war nicht so was Wichtiges. Ja, also ich finde unwichtig immer viel interessanter als wichtig. Fällt mir jetzt aber nicht ein. Und die dritte? Naja, das ist die Notlösungstheorie. Die ist mir gerade eingefallen, als du das Thema genannt hast. Mhm. Na dann versuchen wir mal ganz vorsichtig eine Notlösungstheorie zu entwickeln. Ja. Trotzdem, ich sage dir, man muss ja eigentlich erstmal Material zuhauf tragen und das dann überschauen, also wirklich Material und dann sortieren und dann kann man vielleicht vorsichtig anfangen, Theorien zu entwickeln. Guck mal, ich lebe ja schon 16 Jahre, das ist ja schon, also 16 Jahre sind ja schon, naja. Hut ab, so eine olle Frau am Telefon. Ja. Na dann, dann plauder mal aus dem Nähkästchen deine Erfahrungen. Naja, also das ganze Leben ist ja eine Notlösung, wollte ich eigentlich nur sagen. Weil man hat ja nie, es ist ja nie so, wie man es wirklich will. Man kann ja hier nicht so richtig leben, wie man echt will. Wie willst du echt leben? Naja, also erstmal, da müsste ich jetzt schon wieder so weit greifen. Oh, das ist ja schrecklich. Da musste man anfangen. Beim Staat, dann müsste man weitergehen über Erziehung. Wie sieht denn der Staat aus in Röntgenthal? Der Staat in Röntgenthal ist der deutsche Staat. Also, weißt du, Röntgenthal ist nämlich am Rand von Berlin und Berlin ist in Deutschland. Ja, naja, und Deutschland ist in der Welt und die Welt ist im All und das All ist das Universum. Und dann, bei der Welt, genau. Ja, und dann ist es so ungerecht, dass die Sachen immer nach unten fallen müssen. Die Welt ist schlecht eingerichtet, ich möchte hier nicht leben. Naja, die Sache ist ja, ich möchte hier doch leben, aber das ist ja eine Notlösung. Also, weil ich mir ja das Leben versuche trotzdem so einzurichten, dass es noch so
Naja, so gut wie eben möglich ist. Nee, pass mal auf, wenn du sagst, der Staat ist der deutsche Staat. Ist da irgendwie Schwachsinn? Wenn der Staat nicht in Röntgenthal ist, dann ist er ja nicht. Und wenn er Staat ist, dann ist er in Röntgenthal. Jedenfalls für dich. Für mich ist er woanders. Ich bin aber und dann, dann interessiert mich aber wirklich, wie deine Berührung, deine Kontakte mit dem Staat aussehen. Wenn du abends einen Fernseher anstellst, dann guckt dich der Staat an oder wenn du die Zeitung aufschlägst oder wo begegnet dir der Staat wirklich? Weil das ist ja immer leicht gesagt, der Staat, die Politiker, die da drüben, das sind die Idioten und die und die und die und die. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen zu sagen, dass Politiker Idioten sind, aber man muss es schon begründen können und man muss wenigstens mal ihn angefasst oder gesehen oder erlebt oder davon von deren Politik tatsächlich betroffen sein. Naja, soll ich dir jetzt einfach irgendein Beispiel sagen? Ja, ja, der Staat in Röntgenthal, der deutsche Staat in Röntgenthal. Interessant. Ich bin eigentlich mehr in Berlin als in Röntgenthal. Ja, und wie sieht ja da aus der Staat für dich? Ja, zum Beispiel auf Demos ist es ja das allübliche Spiel, dass versucht wird, die Demonstranten, ja, die Leute halt zu provozieren, um danach in die Zeitung schreiben zu können, wenn sich die Leute dann gewehrt haben, ja, bla bla bla, haben die Polizisten angegriffen und so viel Festnahmen, wieder die schöne, tolle Polizei. Und wenn ich dann so, echt, als ich vor 2 Jahren nach Berlin gezogen bin und war das erste Mal auf einer Demo und da hatte ich noch so das Bild vom guten Polizisten und so, dann bin ich so auf so eine Demo gegangen und dann, ich habe mir jetzt vor kurzem so ein altes Tagebuch von mir durchgelesen und dann stand da so drinne, ach nee, ich will es jetzt nicht rausholen, aber das stand ungefähr drinne, oh, ich weiß nicht, was ich so jetzt denken soll. Das war ja überhaupt nicht so. Dann da ganz süß irgendwie, die Polizisten haben ja die Demonstranten angegriffen. Und irgendwie, das ist aber immer so, das habe ich jetzt schon auf so vielen Demos gesehen. Das ist aber echt nur ein kleines Beispiel, ich kann jetzt nicht alles erzählen. Ja. Jetzt weißt du doch aber, was ich meine. Du wusstest es ja auch vorher, du wolltest es bloß. Nee, ich hasse bloß so eine Überschriftswörter wie der Staat, die Menschen, die Politiker, die Frauen, die Männer. Das war doch jetzt ein Beispiel, oder? Ja, ich will ja auch lieber über Beispiele reden. Ja, aber ich weiß nicht, ich kenne irgendwie immer so viele Beispiele und dann möchte ich mir immer lieber eine Theorie machen, weil das macht irgendwie mehr Spaß, finde ich. Ach, ich kenne so viele Theorien, ich möchte lieber Beispiele haben, das macht mir viel Spaß. Ey, weil ja, das Leben ist nicht nur eine Notlösung. Das Leben ist vor allen Dingen keine Theorie, sondern das Leben ist ein Beispiel. Die Frage ist, wofür? Und ob man daraus lernt. Naja, ist ja das Leben von jedem Menschen ein Beispiel. Ich meine, das Leben an sich überhaupt, wie es einem gegenübertritt, ist ein gutes Beispiel. Naja. Ja, jetzt kommen wir mal schnell. Das ist ja nur ein Versuch, wa? Ja, jetzt kommen wir mal schnell zu deiner Notlösungstheorie. Dass das Leben eine Notlösung ist und wir in der Notlösung leben. Das war. Das komme ich mir so vor. Vielleicht finden es ja manche Menschen ganz toll so und sind völlig glücklich so. Aber für mich ist das einfach so. Ich glaube, ich finde es ganz toll. Echt? Du findest alles toll? Nee, ich finde nicht alle toll. Ich finde toll, dass es eine Notlösung ist. Ich glaube, eine perfekte würde ich nie haben wollen. Das ist die Schlaraffenland-Theorie. Dann schmeckt es nicht. Nee, ich meine. Das fängt schon an, dass ich finde es irgendwie eine Schweinerei und ein Betrug am Kunden, wenn es das ganze Jahr Erdbeeren gibt. Ich will das ganze Jahr Erdbeeren haben. Ja, sag ja, will ich auch nicht. Gibt's aber. Ja, das ist bitter. Ja, das ist doch schrecklich. Ja, aber ich muss ja nicht ganz ja Erdbeeren kaufen. Hahaha, siehst du, ist vielleicht eine Notlösung, aber da haben wir das Leben wieder gewendet, dass es gleich wieder glänzt und gut erscheint. Das klappt aber nicht immer, das klappt vielleicht nur bei deinen Erdbeeren und bei einigen anderen Sachen. Manchmal klappt es ja bei Polizisten. Ja, na erzähl mal. Ich habe echt ein nettes Telefonat mit einem Polizisten gehabt. Das ist schon eine ganze Weile her. Aber ohne, dass er mich provoziert hätte oder versucht hätte, hier die Sendung aufzulösen. Vielleicht war es ja einer von den Polizisten, die versuchen, den Staat zu unterwandern und aus der ganzen ekelhaften Polizistenschar ein ganz Polizistenvolk zu. Nö, der war, glaube ich, eher Stino. War ein Normalo. Und war trotzdem nett. Na, gegen Stinos ist ja nichts zu sagen. Aber so gegen Leute, die das machen. Meinst du, der würde so Befehle durchführen, so wie jetzt zum Beispiel mit den Demonstranten? Weiß ich nicht. Meinst du, dass Demonstranten gute Menschen sind? Ja. Den Glauben kann ich nicht teilen. Ich kann nur nicht hier glauben und nicht. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem beim Polizisten, das ist das Problem beim Demonstranten. Aber ich war auf der Demo und die Demonstranten waren nette Menschen. Meineswegen, da kann es ein paar geben, die vielleicht irgendwie besoffen auf eine Demo kommen und irgendwie Polizisten zusammenschlagen wollen. Ich will ja nicht sagen, dass Demonstranten Arschlöcher sind. Ich will bloß sagen, dass nicht alle Demonstranten immer gut sind, alle Polizisten immer doof und Arschlöcher. Das wiss ich ja.
Aber das ist einfach mal die, das ist einfach mal so, dass es die, dass der größte Teil von denen so ist. Und solange die nicht wirklich das Interesse von den Leuten vertreten, ist das einfach mal eine Notlösung. Jetzt bist du aber voll zack aufs Stichwort geplumpst, ohne dass ich's verstehe. Andererseits muss ich's verstehen. Ich habe jetzt auch schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Eben ist mein Vater reingekommen und hat ganz sauer geguckt. Ja? Ja, sag mal, der soll seine Uniform ausziehen und schlafen gehen, okay? Ja, das macht er jetzt, glaube ich, auch. Aber der kommt bestimmt nochmal rein. Es kann sein, dass ich dann schon wieder vergessen habe, was ich gesagt habe. Gut. Aber jetzt sag mir mal, was du gesagt hast. Dass ich's nicht verstanden habe, was du vergessen hast, dir gesagt zu haben. Wollen wir Schluss machen? Ja, das wäre jetzt. Das wäre jetzt durchaus angebracht. Ja, das wäre jetzt wirklich keine Notlösung. Okay, tschüss. So, dann weg mal jetzt an der Stelle schicke Musik spielen. Ich habe heute vom völlig chaotisch durcheinanderen CD-Regal gestanden und habe keine Musik gefunden, die ich eigentlich finden wollte. Und dann springen einem aber doch, das ist quasi Notlösung, aber das ist das Schöne, wenn die alte Ordnung aus den Fugen gerät, springen einem Platten in die Augen, von denen man denkt, hey, die könnte man doch jetzt aber wieder spielen. Eine so eine Platte war Tom Waits und dann habe ich Tom Waits eingelegt und war dann doch ein bisschen unzufrieden und dachte, ach Kinder, warum den Abzug bringen, wenn man noch das Original hat? Captain Beefheart. It's so hot, looks like you have 3 weeks cold. The moon's so full, why hang on a pumpkin. You know there's something. The moon was a stone's throw. Stop the show. To say hello to the crow, like the fire piano. The moon showed up and it started the show. Tonight there'd be ice cream for crow, ice cream by night, sun. Cream by day. Cake. We'll all get well.
Captain Beefheart, dass er nicht großartig ist, aber nicht der Einzige, der großartig ist. Ich habe jetzt hier auf diesem Promoplan gelesen, Promo Kuttner in Klammern, wenn du Max Prinzler mochte vorhin, ansonsten PJ Harvey. Na, da flüge ich aber voll verpflichtet, PJ Harvey ein bisschen zu powern. PJ Harvey ist nämlich so großartig, außerdem ist der Trailer auch geil. Hören wir uns den einfach nochmal an, dann telefonieren wir weiter. Fritz präsentiert eine Musikerin der ganz speziellen Art. Ey, Kinder, halt alle hin, ey. Harvey. J. Harvey, live in Berlin, Mittwoch, 6. Dezember im Huxleys. Präsentiert von Ey, Olle, PJ ist so nett, dass sie ihr Konzert nicht am Dienstag macht. Das finde ich total prima. Die ist dadurch noch mal sympathischer geworden. Kinder, und jetzt wäre ich unverschämt. Jetzt will ich aber endlich mal zack hier Notlösungen haben, die über die Dimension der Welt und die Dimension eines Mofas hinausreichen. Tag, wer bist denn du? Hallo, ist der Sir Henry. Kurz. Sir Henry, hast du denn... Sir Henry. Ja? Du kennst doch die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Wenn es die 0331 721 3932 ist. Ja, du kennst die also. Könntest du die bitte mal ansagen, die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Ja, wenn ihr irgendwelche Notlösungen habt, die ihr nicht hier sprechen könnt, weil ihr besetzt ist, dann ruft ihr 0331 für Potsdam 721 3932. Und da begegnet euch dann eine Notlösung. Ja. Mit, wenn man den Worten von Göster und Berti Buschmann trauen kann, erotischer Stimme. Ja, also ich habe auch eine Notlösung, also überhaupt eine. Ich war jetzt am Wochenende unterwegs, ich bin in die Alpen gefahren. Wir wollten unbedingt snowboarden jetzt im November und konnten aber schlecht in ein Auto fahren, weil wir so extrem viele Leute waren von Freiberg. Und da sind wir mit dem Bus gefahren, mit so einer organisierten Reise. War nur 100 Mark teuer für einen Tag. Da ging es Freitag nachts los, Mitternacht, und Sonnabend Nacht nach Mitternacht sind wir wieder angekommen, also quasi 24 Stunden später. Und das Problem dabei war erstmal diese sinnlose Busfahrt, das war echt unnormal. Also ich fahre nie wieder mit dem Bus und werde immer aufs Auto wieder zurückgreifen und nie wieder so eine Notlösung damit machen. Mensch, jetzt solche Rest redest du dem öffentlichen Personennahverkehr, der so toll abgekürzt wird, ÖPNV, nee, ja nicht gerade das Wort. Das war ja ein Reisebus. So, und dann komme ich am Ende nach dem Snowboard-Tag da vom Gletscher wieder runter, habe oben eine halbe Stunde warten müssen, dass ich mit der Seilbahn wieder runterfahren darf. Und habe mir da noch Rest geholt, bin jetzt krank wieder. Wieso bist du mit der Seilbahn runterfahren? Muss man da nicht mit dem Snowboard runterfahren? Naja. Man fährt doch mal nur hoch mit der Seilbahn, oder? November haben wir, ich bin auch blöd. Welchen Monat haben wir denn jetzt? November. Ja, da liegt dann noch nicht genügend Schnee, um bis ins Tal zu fahren. Ich wäre sonst gefahren. Also ja. Ja, nee, und auf jeden Fall stehe ich da eine halbe Stunde, erfriere mich dort halb und komme dann unten an. Alle sind schon im Bus drin. Und ich muss mich dann umziehen, während der Bus schon fast losfährt. Also der fuhr dann los und mein Rucksack lag dann die ganze Zeit auf dem Gang rum. Und jeder stolperte da fast drüber und also Bus nie wieder. Also echt wirklich. Ich erkenne jetzt aber noch keine Notlösung. Das ist eine Notlösung. Was ist eine Notlösung? Bus zu fahren? Mit dem Bus. Oh Mann, ey, Sir Henry, jetzt muss ich aber Zensuren verteilen. Das ist eine extrem dürfte Notlösung. Ja. Wenn du mit dem Auto nicht fahren kannst, ist eine Notlösung, mit dem Bus oder mit dem Zug zu fahren. Ist ja logisch, oder? Ey, dann ist aber alles in der Welt eine Notlösung. Und dann wären wir wieder bei der Theorie, dass das Leben eine einzige Notlösung ist. Und dann können wir hier über Gott und die Welt reden und haben das Thema völlig aus den Augen verloren. Und ich bin ganz traurig, frustriert, gehe zickig nach Hause und denke in der nächsten Sendung, da machst du aber alle fertig, die Hörer. Nö, ist eine Preisfrage. Ist keine Preisfrage. Ja, na klar, wenn du mit dem Bus fährst, und das ist einfach billiger. Ich meine, gut. Und kommen halt mehr Leute damit weg, ist es eine Notlösung, insofern, dass du halt nicht... Sir Henry, der notgehorchend und dem mir eingeschriebenen Höflichkeitsgesetz danke ich dir hier an der Stelle und alles beende das Gespräch ruckzuck. Kinder, jetzt aber ordentliche Noten. Wer bist denn du? Ja, ich bin der Markus. Aus welchem Bereich stammt deine Notlösung? Wir sind im Proberaum gewesen und man hat uns eingeschlossen und wie wir da wieder rausgekommen sind. Ah, klingt ja total spannend. Wie junge Menschen aus dem verschlossenen Proberaum rauskommen. Ja, war auch ganz. Da hebt sich gleich die Frage, warum so bleiben die nicht einfach drinnen? Gibt ihr noch junge, rennen draußen hier noch junge Menschen rum. Da kommt's auf 3, 4 nicht an. Wie viel wart ihr denn?
Wir waren sechs. Sechs, da kommt es auf sechs, sieben nicht an. Naja, aber es war ziemlich kalt gewesen. Ja, aber den draußen... Aber das ist uns schon ziemlich wichtig, da wieder raus. Ja, euch, ja, euch. Ich denke jetzt volkswirtschaftlich. Ich habe jetzt die Perspektive von oben. Ja, es war einfach so, dass ringsum Neubauten waren und den Leuten waren das dann auch, war das auch ziemlich wichtig, dass wir da wieder rausgekommen sind. Wieso? Weil bei Neubauten macht es einen schlechten Eindruck, wenn junge Menschen im Proberaum eingeschlossen sind, oder wie? Nö, aber es macht einfach Krach und das mögen die nach einem auch nicht mehr so. Ich nehme an, daran bestand eure Notlösung, einfach tapfer weiter zu proben. Ja, richtig. Super genialer Einfall, ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Tag, aus welchem Bereich kommt deine Notlösung? Hallo Kuttner, also die kommt aus dem Bereich Musik und zwar war ich beim Konzert bei Tokotronic. Im Waschhaus nehme ich an? Im Waschhaus nimmst du richtig an, ja. Ja. Und da war das Konzert, das war okay und danach war dann noch die Party und dann sind wir rausgegangen. Und davor kamen dann plötzlich drei Jungs an, die sahen aus wie die von Tokotronic und dann waren sie es sogar. Nein. Ja, wirklich. Nein. Ich kenne ja Leute, einzelne Leute, die sehen aus wie die drei von Beastie Boys. Voll. Nee, oder ich kenne jemanden, der jemanden kennt, von dem gesagt wird, dass der aussieht wie alle drei von den Beastie Boys. Alle drei gleich? Ja, das ist ja die Kunst. Mhm. Ja, wenn drei, die Tokotronic sind, aussehen wie Tokotronic, das ist relativ einfach. Aber stell dir mal vor, da wäre jetzt ein unbescholtener Potsdamer vorbeigekommen und der hätte ausgesehen wie die drei von Tokotronic. Das wäre klasse gewesen. Natürlich toll gewesen. Um jetzt zu der Notlösung zu kommen. Ja, woran bestand denn die Not? Die Not, also wir wollten natürlich Autogramme haben von denen, ne? Ach Gott, ach Gott. Ja, was macht man denn mit so Autogrammen eigentlich? Heftet man sich an der Wand. Denn schreiben die da auf irgendein olle Taschentuch? Nee, schreiben die zum Beispiel Arne Zank? Das ist doch gerade. Kennst du Arne? Arne Zank? Ja, das ist einer von. Das ist einer von den dreien von Tokotronic. Noch Dirk und Jan. Ja, und dann wir sind ja nicht in Zierde, Dirk. Und dann hat man so ein beschriebenes Taschentuch, da steht drauf Arne Zank. Und dann hängt man das an die Wand? Naja, ein Taschentuch eben nicht. Die Notlösung bestand gerade darin, dass ich eben das Büchlein vergessen habe und dann musste ich den glatten Straßenbahnschnitzel geben. Ja. Genial, und jetzt hängt bei dir ein mit Arne Zank beschriebener Straßenbahnschnipsel an der Hand. Ja. Mein Lieber, die Not scheint wirklich groß zu sein. Ich danke dir sehr für den Anruf. Du gibst mir außerdem jetzt die Gelegenheit, endlich nochmal diese wunderbare, super nette, schöne Single mit Arne Zank zu spielen. Ich werde es vielleicht nochmal erklären. Es ist mir vorhin völlig ins Fach geflattert. Ich habe leider noch ja nicht richtig reingucken können. Es handelt sich um eine Zeitschrift, die heißt Kaleidoskop. Und draußen prangt in roter Schrift ein Aufkleber inklusive Single von Tokotronic Arne. Es handelt sich unüberhörbar um Tokotronic Arne, der hier proberaummäßig 6 neue Songs macht. 6 neue Songs auf so einer Single hat, die zusammen 14 Minuten dauern. Und wem das gefällt, wer großer Tokotronic-Fan ist, der sollte sich unbedingt, weil es echt schön anzuhören, wir werden es gleich hören, sollte sich Kaleidoskop bestellen. Das macht man, indem man an Kaleidoskop schreibt, an Jörn Morisse, M-O-R-I-S-S-E, Jörn Morisse in der Mühsamstraße 73, Mühsamstraße 73 in 10249 Berlin. Und er müsste 8 Mark als Verrechnungscheck oder in Briefmarken dabei legen. Hat dann eine tolle Zeitschrift, in denen alle möglichen Menschen kenne ich, Marc Degens, der schreibt bei Sex und Kotze auch immer, hat auch eine nette Zeitschrift, das muss an dieser Stelle mal gesagt werden. Hadja Tuller Hübsch schreibt da auch, also lauter so Leute, irgendwelche seltsamen Texte, seltsame nette Bilderchen und mitten reingeklebt eine Single von Tokotronic Arne und jetzt hören wir uns den von Johnny vorhin im Soundgarden falsch angekündigten, aber nicht gespielten Song Bitte gebt mir meinen Verstand zurück mit Tokotronic Arne. Er ist kalt im Probenraum. Oh Mädchen, du bist alles, was mich hier noch lebt. Doch die Zeit mit dir und die Zeit ohne dich ist gerade das, was mich verwirrt. Liebe Freunde, seid mir nicht böse, ich weiß ihr wollt alles Lob und alle Kritik, ich krieg's nicht mehr unter kein Buch. Bitte, 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 gib mir meinen Verstand.
Kinder, das ist ja echt eine Service-Sendung. Das war Tokotronic Arne, wie er draußen vor der Schule. Ich sag's schnell nochmal an, wo man die bestellen kann, weil draußen schon alle anrufen. Jetzt müsste man aber inzwischen in der Situation sein, dass man ein Stück Papier hat und dass man einen Stift hat. Ja, seid ihr langsam und jemanden gefunden hat, der schreiben kann. Dem sage ich es jetzt ins Ohr. Kaleidoskop, C.O. Jörn Morisse, Mühsamstraße 73 in 10249 Berlin. 10249 Berlin. Kaleidoskop, eine wunderbare Zeitschrift mit einer netten Single, die 6 Songs von Tokotronic Arne enthält. Und das alles für 8 Mark in Briefmarken beziehungsweise als Verrechnungscheck. Nachher werde ich nochmal Tokotronic in Schweineenglisch spielen. Außerdem finde ich die doof, die spielen, die haben mir gespielt, als ich arbeiten musste. Das finde ich echt scheiße. Tag, wer bist denn du? Hey Kinder, Musik ist echt nur klasse, wenn man sie ordentlich ansagt. Der Erschütternde ist nicht nur Helge Schneider, findet seine Nachahmer, sondern offensichtlich auch Tokotronic Arne. Nur mal kurz reinhören. Ja, das war jetzt Garagensound aus dem Telefon. Machen wir mal auf Kurzschluss. Auch meine Nerven sind durchaus nicht keine Drahtseile. Tag, wer bist denn du? Hey, hier ist Guido. Tag, Guido. Mir ist vorhin gerade was eingefallen, so, wo du erzählt hast, wir haben zum Anfang irgendwas mit Notlösung. Super, das ist ja ein schöner Effekt hier in diese Sendung, aber nee, dann hat das Leuten was einfällt. Auf deine Strumpfhosen zu sprechen zu kommen. Ey, pass mal auf, erstens sind nicht meine Strumpfhose, zweitens habe ich sowas noch nie gemacht und drittens war das jetzt nur ein Angebot. Aber ich habe natürlich den fatalen Verdacht, dass damit die Fantasie der Leute entweder in die eine Richtung Strumpfhose und oder eben in Richtung volle Pulle, nur Auto. Und dann haben wir einen Blaumann drunter gelegen und hatten keinen so ein Schiebebrett. Ich weiß gar nicht mehr, was du vorhin gesagt hast, wahrscheinlich. Ich weiß, was ich gesagt habe. Und zwar ging es um Keilriemen und Strumpfhose, verstehst du? Und nicht, was du schon wieder denkst. Das musst du mir nicht erklären, dass es um Keilriemen und Strumpfhose ging. Ich wollte bloß sagen, dass es aber nicht in dieser Sendung um Keilriemen und Strumpfhosen geben sollte. Ja, um Notlösung. Ja, genau. Woher weißt du denn das? Ein gehört, bei Fritz. Toll! Und du bist ein Notlöser? Nee, also ich wollte eigentlich von einer missglückten Notlösung erzählen. Ja, dann schilder doch erstmal die Not, in der du dich befunden hast. Ja, das war so gewesen, da war ich mit den Leuten unterwegs. Also, oh, totale Not. Zentrale, ja. Volle Not gleich. Also ich bin... Warst du Mitfahrer oder warst du Fahrer? Mitfahrer, genau. Du warst Mitfahrer. Ich bin unterwegs, war jetzt die rote Lampe an und bupp, meistens Keilriemen, war. Klar. Motor aufgemacht und so. Klar, die alten Kfz-Schlosser. Nee, na, viel Ahnung hab ich davon auch nicht. Aber fiel mir auch Strumpfhose ein. Ich sag, Mädels, schick mal eine Strumpfhose her. Ja, glaubst du, die hat eine Strumpfhose bei? Super, das war die missglückte Notlösung? Ja, ganz genau. Und dann hast du ja nicht versucht, nach verwandten Kleidungsstücken zu fragen? Nee. Vielleicht erstmal Socken zusammen? Nee, das hat man nicht getraut. Wie, du hast dich nicht getraut, nach Socken zu fragen?
Ey, also ich finde ja Strumpfhosen im Grunde viel heikler. Ja? Ja. Na, ich nicht so. Ja, und dann habt ihr da rumgelungert und habt irgendwie einen Daumen hochgehalten und versucht, eine Strumpfhose zu kriegen, oder wie? Nö. Nee. Was denn? Das willst du jetzt wissen, was? Ja. Naja, wir sind einfach weitergefahren, ganz langsam. Tankstelle und haben zwischendurch mal angehalten, Motor wieder abkühlen lassen. Und da erst nach der Strumpfhose oder gleich nach dem Keilriemen gefragt? Du bist doch fertig, ey. Wieso? Ich begegne dem Anrufer einfach mit einer gewissen Grundausstattung an Misstrauen, das aber durchaus nötig ist. Ja, ist ja richtig. Deine Freundin, hat die denn eine Strumpfhose? Ich hab keine Freundin. Wer lacht denn da im Hintergrund? Meine Mitbewohnerin. Verwundert mich übrigens nicht, was du eben gesagt hast. Ja, gib mal her deine Mitbewohnerin. Ja, geh mal rein. Die sträubt sich ja völlig. Hallo? Tag. Tag. Wer bist denn du? Ich bin Astrid. Und du? Ich bin Kuttner. Ah ja, hallo. Wer war denn der strumpfhosenlose junge Mann eben? Das war mein Mitbewohner. Hat er seinen Namen gesagt eigentlich? Hast du seinen Namen gesagt? Ja. Was für einen Namen hat er denn da gesagt? Ja, jetzt frage ich dich. Thilo? Thilo? Guido. Guido. Mhm. Klingt ja auch eher süddeutsch. Nö, aus Süddeutschland. Jetzt sagt er gleich wieder, du bist Ferdinand. Das ist übrigens auch ein Satz, der verboten gehört, finde ich. Warum? Und zur Not mit Polizeieinsatz und grüner Minna und Wasserwerfer. Ja, es gibt so Sätze. Sag mal, Astrid. Ja? Du bist doch auch schon jemand, der ein gewisses Maß an Lebenserfahrung hat. Ich denke schon. Ey, da fallen einem aber volle Pulle Notlösungen ein, die man schon anwenden musste, oder? Ja, ja. Nur im Moment eben nicht. Nee, nee, ich könnte schon eine bringen, so wäre das nicht. Na, dann bring mal eine. Na, ich stehe sonntags oft vor einer Notlösung. Weil ich vergessen habe, sonnabends einkaufen zu gehen, da muss ich dann die Reste essen. Das ist auch eine Notlösung. Na, das reißt mich jetzt aber um. Mann, oh Mann, oh Mann. Das dachte ich mir. Ja. Ja, nee, so aus dem Hut. Ich bin ja nun auf so ein Telefonat nicht vorbereitet gewesen. Ach so, aber Guido hat sich vorbereitet. Weiß der ich hat, nicht. Nee, der hat nochmal nachgeschlagen und in alten Akten gekramt, sich Notizen gemacht, um dann ein professionelles Telefonat hier abzuliefern. Ja, da kannst du mal sehen, er hat sich richtig Mühe gegeben. Super, ihr seid ein fittes Team, ne? Ja. Echt? Gut ab. Vor allen Dingen, weil wir so spät noch auf sind, wa? Wisst ihr, Baby, wenn du dich mit Guido ins Auto setzt, immer eine Strumpfhose an, wa? Ja, ich werde es mir merken, damit uns keine Panne passiert. Gut, ja. Okay, tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Ja, hallo, hier ist der Burkhard. Der Burkhard. Genau, der Burkhard. Endlich der definitive Burkhard hier in der Leitung. Ja, und zwar hatte ich mal ein Problem beim Fahrradfahren. Ey, keine Probleme, um Nöte geht es. Ja, eine Not sogar. Also das soll ja nicht Problemlösungen, sondern Notlösungen. Ja. Es gab... jetzt erzähl nicht, dass du einen Platten hattest und noch das Fahrrad hättest unrepariert 500 Meter zum Nachhause schieben zu müssen. Nee, damit habe ich keine Probleme. Mit Langstreckenlaufen habe ich keine Probleme. Also da bin ich ja froh, Burkhard. Ich bin aus der Not heraus, dass unsere Umwelt so bedroht ist, bin ich mal zu einem Institut gefahren, die so ein bisschen mit alternativen Energien oder solchen Nutzpflanzen arbeiten. Und danach wusste ich eigentlich auch nicht mehr. Und gratuliere. Dann fahre ich mit dem Rennrad so wieder so langsam Richtung Berlin und auf einmal fahre ich über irgendwas rüber und es macht ganz doll. Und? War ein Igel oder was? Nicht ganz. Ey, das ist natürlich herb. War man fährt zum Institut, um die Welt zu retten und fährt auf dem Rückweg Igel tot. Und das Fahrrad in Arsch. Na, ich weiß nicht, also ein Igel war es nicht, aber die Hauptsache war, dass... Bist du dir sicher, dass es kein Igel war? Denk dir mal an, du hast dich nur um dein 2000 Mark teure Rennrad gekümmert. 2000 Mark selber gebastelt und selber lackiert, aber aus Sperrmüll 95%. Und aber Ökolack? Leider nicht, aber... Oh Mann, ey, dann sollte man mit nicht ökolackierten, selbstgebauten Fahrrädern nicht zu Öko-Instituten fahren. Ja, sag mal, da bist du da echt dahin gefahren, weil du gedacht hast, die Welt hat ein Problem, jetzt werde ich mal fragen, wie ich das lösen kann. Gibt ja Institute dafür? Na, ich hatte mich so dafür interessiert, ja, für Schilfgras, weil es eine Nutzpflanze ist. Ja, und dass man damit eigentlich die Welt retten könnte, wie Franz Alt sagt. Genau, ja. Ja. Ich habe das Buch auch gelesen, ja, und oder ich habe es gelesen und ja. Danach dachte ich, ich muss... Wobei, da scheint mir Haschisch doch, also Hanf doch lustiger.
Ja, ja, das bringt noch so einen guten Nebeneffekt. Ja, Hochzuckerrohr ist nicht zu verachten, kann man prima Schnaps draus machen. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man Häuser bauen kann draus oder Hosenstoff herstellen oder Papier. Ja, ich habe hier massig Hanf zu liegen, aber bisher wusste ich noch nicht genau, was man damit tun kann. Kann man ja alle draus machen. Ja. Man muss nur wissen, wie. Ja, das ist richtig. Ja, das ist aber oft so im Leben, ne? Ist dir das doch schon aufgefallen? Was? Na, dass es oft im Leben so ist, dass man im Grunde jede Menge machen könnte, wenn man wüsste, wie. Das ist richtig, ja. Ja? Hm, geht mir auch oft. Also selbst mir ganz persönlich, und da plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, geht mir selber auch oft so. Dass ich denke, hi! Und dann weiß ich aber nicht genau, wie. Ja, man muss sich das, glaube ich, so ein bisschen wünschen oder ich glaube, manchmal passiert einem irgendwas, dass man in eine Notlage gerät und entweder man weiß sehr schnell, man wird es schaffen oder man hat nicht so eine richtige Meinung und dann passiert auch nichts. Ja, dann geht man in die Badewanne und entspannt sich dann ein bisschen. Ja, aber das konnte ich da unterwegs nicht. Als ich blöde, dass du keine Wanne dabei hattest. Aber immerhin sehr nass, also das war schon okay. Na, das ist ja ein Trost, hat wenigstens geregnet. Ja, obwohl ich mich für die Umwelt eingesetzt hatte und ohne Erfolg war, hatte ich trotzdem noch ein bisschen Geld in der Tasche und so konnte ich den Mantel lösen, den Fahrradmantel. Mit Geld? Ach so, mit einer Münze. Geldstücken, ja. Ja. Und ich dachte, das könnte irgendwie aus dem Osten kommen, weil ich dachte, die Leute hatten bestimmt viel Fantasie gehabt. Ja, bloß sie hatten natürlich nicht das gute mantellösende Geld dabei, wa? Also nicht zuletzt deswegen war aus so einer Art Fahrradnot, war natürlich, ich habe ein enormes Bedürfnis nach harter Währung. Ja, aber das hätte ausgereicht. Sag nicht, du, das muss richtig hartes Geld sein, mit dem man Fahrradmäntel lösen kann. Ja? Ja. Hast du das etwa auch schon gemacht? Nee, aber ich stelle mir auch schwierig vor mit der Euro-Währung zum Beispiel, wenn die nicht richtig eingeführt wird und richtig volle Pulle hart ist, dann sieht der Fahrradfahrer alt aus. Man sollte aber mindestens zwei Markstücken nehmen. Mindestens zwei Markstücke. Markstücken, sondern ein, zwei Markstück oder noch besser ein Fünf-Markstück. Ja. Weil es passt dann wieder nicht dazwischen. Und aber im Grunde eine Situation, in der auf immer quasi Kleingeld ungeahnten Wert erhält und man 50 Markscheine zu verfluchen lernt. Ja, das ist richtig. Und der Metallstreifen, der da drin ist, der hilft einem auch nicht weiter. Der hilft dann an der Stelle auch nicht weiter. Da hilft doch noch das bewährte Hartgeld. Und wer weiß, was da sieht man wieder, was die Leute so für Ideen kriegen. Nachher schaffen die vielleicht das Münzgeld ab, weil sie es irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grunde für besser halten. Und dann steht man da mit der Visa-Karte und kommt da auch nicht weiter. Ja, dann stehen da, weiß ich nicht, rund um Berlin vielleicht 5 Leute jeden Tag mit dem Rennrad und kommen nicht nach Hause. Ja, eine traurige Vorstellung. Über die sich in der europäischen Zentralbank wahrscheinlich kaum jemand Gedanken machen wird. Es sei denn, ihr hört jetzt die Sendung und behält es bis 1998 im Kopf. Wieso werden dann die Rennrad-Repariermünzen abgeschafft? Vielleicht. Das heißt, ich müsste mir ein paar zurücklegen. Jetzt, zurücklegen, aber nicht gleich ein Feind der Europäischen Währungsunion werden. Nee. Oder vielleicht doch? Ich weiß es gar nicht. Wie sieht denn da das PC, das Verhältnis aus? Wie verhält man sich denn da korrekt gegenüber der Währungsunion? Muss man dafür sein oder muss man dagegen sein? Ja, das ist natürlich sehr schwer. Also man müsste vielleicht 2 Teelöffel einstecken. Ja. Weil das habe ich nicht gemacht. Im Angesicht der Währungsunion. Genau. Ja. Wenn man Fahrradfahrer ist. Ja. Fahrradfahrer dieser Welt, die Währungsunion steht euch bevor, steckt euch 2 Teelöffel ein und seht zu, dass es nicht so eine Ost-Alu-Löffel sind, denn die verbiegen sich extrem schnell, dafür kann ich garantieren. Ich habe eigentlich noch was mit einem Fahrrad. Ja, was denn? Das war dein, Tommy Walsh ist sehr bekannt, ist glaube ich ein ganz guter Freund von dir. Ich kenne ihn auf jeden Fall. Ja, und bei dem rufe ich sehr, sehr oft an und der arme Kerl, das erklärt einiges. Ja, aber komischerweise kann er mich sehr oft leiden und ich meine sehr gut leiden und das ist ein Armutszeugnis an die Resthörerschaft, wenn ich das nun so interpretieren darf, wie du das jetzt
sagst. Naja, und auf jeden Fall war so... Das war jetzt eine gewagte Interpretation, aber wenn ich dir jetzt widersprechen würde, ihr mit gleich Zoff mit Tommy Wash und das ist ein 2-Meter-Mann mit dicken, dicken Oberarmen, ja, und ich werde mich hüten, ein schlechtes Wort über Tommy Wash zu verlieren. Ja, auf jeden Fall fand ich den sehr nett und sympathisch und hat ihn mal... Ja, auf Distanz ist er total nett und sympathisch. Ja. Ich begegne ihm leider nur immer relativ nah. Ja, ja, ach so. Na, dann habe ich ja noch das Glück, ich hätte beinahe einen folgenschweren Fehler gemacht, weil ich ihm mal versprochen hatte, ihm ein Fahrrad zu basteln und er wollte eigentlich, das war so meine Notlösung, weil ich ihn einfach mal kennenlernen wollte, aber es hat ja glücklicherweise nicht geklappt. Oh ja, da hast du aber voll Glück gehabt. Ui, 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 Tommy Wash kennenlernen, das geht voll auf die Kräfte. Ja, war glaube ich mal Boxer oder so? Oder mindestens Sumo-Ringer. Sumo-Ringer, ach so, das sagt einiges. Ja. Und ich glaube, ja, der ist ja... 2 Meter groß. Mindestens. Das hatte er auch mal. Und jetzt habe ich nur von der Höhe gesprochen. Ja, ja, das ist. Die anderen Maße will ich jetzt hier nicht liefern. Das hatte er mal gesagt, als ich mit ihm wegen des Fahrrades gesprochen hatte. Und da habe ich plötzlich angefangen zu stutzen. Und nee, Wosch ist ja auch einer der wenigen Dreidimensionalen hier im Sender. Ja, ja. Ja, aber jetzt Tiefe und Breite, lass schweigen wir drüber. Naja, auf jeden Fall steht das Fahrrad hier und wahrscheinlich habe ich damit die glücklichere Notlösung gefunden. Also ist aus der einen Notlösung, die mit dem Wunsch verbunden war, ihn kennenzulernen, eine Notlösung geworden, die ich noch nicht erahnt hatte, wo du mich jetzt aufgeklärt hast. Ja, gut, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Grüß den Kollegen Wosch, vielleicht siehst du, hörst du ihn eher als ich. Ja. Ja? Okay. Okay, tschüss. 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 Mann, noch ein Telefonat und dann habe ich Captain Tokotronic auf Englisch versprochen. War noch eine Notlösung? Tag? Hallo? Aber zack, ran ans Gerät. Ja, Mensch. Hoi, der Ding aber flott. Wer bist denn du? Carsten, jetzt hier. Hallo. Ah ja, hallo Carsten. Mensch, jetzt noch so schnell, auf die Schnelle vor Tokotronic, ja? Menno, ja, ganz ruhig, ganz entspannt. Okay. Oder willst du nochmal überlegen? Dann machen wir erst Tokotronic und du kannst in der Zwischenzeit überlegen. Ja, lässt mich da schleifen? Ja, ja, ich ziehe hier bloß den Regler runter. Du bleibst okay, voll drin und sortierst dich, ja? Tina fragt gerade, wer bezahlen soll. Nein, bezahlt, ist okay. Ja? Ja. Habt ihr getrennte Telefonrechnung? Ja. Bist du bei Bettina zu Besuch jetzt? Bettina, ja, ja. Ach, ihr wohnt aber nicht zusammen. Nein, nein. Aber ich zahle. Ist okay. Hatte denn ihr Zähler das Gerät? Ja, es hat einen Zähler. Hier steht jetzt Kuttner 023. Was ist ein 023? 23 Pfennig? Genau. Oh Mann, das haut ja wieder voll drin ins Taschengeld, oder? Ja, aber du kannst ja wieder am nächsten Milchkaffee bei Bettina sparen. Ja. Oder? Dann hast du das Geld wieder drin und wahrscheinlich wird das Gespräch unter 3,50 bleiben. Sagen wir mal, es kostet 2,30. Dann hast du schön 1,20 plus gemacht. Willst du wieder anrufen, Mensch? Ja, wäre nett, wenn du mir 60 Pfennig überweisen könntest, in Briefmarken oder als Verrechnungscheck. Ist recht. Okay. Ich soll dir sagen, du jetzt die Musik spielen können. Ey, lass mir jetzt aber hier von Bettina, das reicht, glaube ich, wenn du dich von Bettina Schuh regeln lässt. Das ist nicht so, dass ich mich jetzt auch noch, denn du hast ja wahrscheinlich bestimmte Interessen an Bettina. Und ich nehme an, es gibt ja so eine Art Austauschverhältnis von euch. Hast du gehört, wie sie bei Interessen ausgelacht hat? Ja, du lässt dich von ihr Schuh regeln und sie lässt sich von dir irgendwas anderes. Ist das möglich? Ja, ist recht. Ich soll dir sagen, sie ist meine Halbschwester. Die Halbschwester? Ja. Ei, na, da hat man nur die Schuh regeln, oder? Ja, sieht so aus. Oh. Ey, Bettina, jetzt zick hier nicht rum. Ja? Hör dir lieber ein bisschen Tokotronic an. Oh ja, ist das so von der CD, von der... Nee, ist nicht von der CD, ist von der... Das andere ist ja auch keine CD, sondern das ist so eine kleine Vinyl-Single. Ach so. Das ist Tokotronic, Arne, die 8-Mark-Variante, ne? Kaleidoskop, was ich vorhin gesagt habe, ja? Das meinst du? Ja, ja. Nee, ansonsten gibt's ja noch eine richtig halbwegs ordentliche neue Single bei... Ja, das ist... The idea is good, but the world isn't ready yet. Zu Deutsch heißt, die Idee ist gut, doch die Welt ist noch nicht bereit. Kennst du das? Ich kenne nur dieses Life is besser. Life is besser? Life ist besser. Nee. Jetzt, also die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit in Englisch. Erstmal bis gleich. Tschüss. Ja. Bis Carsten. Und hier ist jetzt Tokotronic in Schweineenglisch. Go
to the station in the so-called spring again. Say hello to a stranger that comes on a train. Invite him for a coke in the snack bar straight ahead. Maybe he got problems and wants to talk about that. Probably he has no time, I bet. The idea is good, but the world isn't ready yet. Ride with the bicycle to another part of the city. Say hello to a girl that maybe doesn't think you're pretty. Invite her for an ice cream Kujamara split. Maybe she got a problem and wants to talk about it. Has no time, I bet. The idea is good, but the world isn't ready yet. Yesterday at 3:30 there was another song to write. So I call up a girlfriend in the middle of the night. And I sing it through the telephone. And it says, I love you. After I lay up and cry in a moody blue. Probably she has no time, I bet. The idea is good, but the world isn't ready yet. Probably she has no time, I bet. The idea is good, but the world isn't ready yet. Ey, da fällt einem ja doch irgendwie der Unterschied zwischen Englisch und Deutsch auf dieses Probably she has no time, I bet. Klingt ja doch viel härter und aggressiver als das etwas müde Deutsche. Wahrscheinlich hat sie gar keine Zeit. Na gut, ist die Sprache der Fußballspieler, fällt mir ein, wo ich gerade draußen Traktor Wilson erscheinen sehe. Trotzdem, der von der Erscheinung her alles andere als Fußballspieler ist. Es geht immer noch um Notlösung. Ich glaube, ich müsste, vielleicht stellen wir einfach noch klar, was das hier für eine Sendung ist. Boing. Wenn es so anfängt, dann ist es gleich eine tolle Sendung. Das war eine ironische Bemerkung. Ich habe das Fähnchen hochgehalten. Ihr könntet jetzt lustig finden, wenn diese... Weil sonst gibt's wieder Beschwerden, dass hier ein alter, eigenlobender Sack im Radio sitzt. Das möchte ich vermeiden. Darum habe ich von vornherein angesagt, dass diese Bemerkung, dass diese Sendung total supi, supi, supi ist, nicht unbedingt so ernst gemeint ist, dass man mir böse Briefe schreiben müsste. Und wenn wir das Intro gespielt haben, dann sage ich nochmal die Telefonnummer an, dann können hier alle anrufen. Ah, ich muss vorher die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter ansagen, sonst dreht der durch. Darauf reit Traktorwesen steht draußen und zieht Fresse, wo andere Leute ihr Sicht machen. Halt Traktor! Ach Gott, ja, er zieht nicht nur Fresse. Gösta und Berti Buschmann haben vorhin am Anrufbeantworter ihren schwachen Willen
bekundet und sich dazu bringen lassen zu sagen, dass der halbautomatische Anrufbeantworter eine erotische Stimme hat. Wer von den Hörern das überprüfen möchte, der hat die Gelegenheit, die 0331 721 39 32 anzurufen und wird dann da die, wie auch immer, Stimme des halbautomatischen Anrufbeantworters vernehmen. Es handelt sich aber dabei nicht nur um einen Stimmtest, sondern eben auch um eine Notlösung. Wenn die Leitungen hier voll sind, kann man da anrufen und da seine Notlösungsgeschichte dem erzählen. Und jetzt kommen wir aber wieder zur Supi-Supi-Sendung, die immer so anfängt. War übrigens immer noch nicht ganz ernst gemeint mit dem Supi-Supi-Supi. Man muss sich nicht beschweren darüber, dass hier... Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt ist klar, dass es sich um eine Supi-Supi-Sendung handelt und ich sag vielleicht nochmal die Telefon, also lass die Telefonnummer noch. Mensch, jetzt haben sie von diesen, was war das, Wilmersdorfer Banditen, das schöne Geld gefunden. Die Ansage hier stammt noch aus dem Polizeitelefon, als nach Dagobert gesucht wurde. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam. 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Ach Kinder, ich habe wieder volle Pulle Lust, hier Knöpfe zu drücken. Also ich möchte zunächst einmal sagen, dass es eine Stunde der Freude, der Befreiung ist. Eine Stunde, auf die wir alle, nicht nur in Berlin, auch im ganzen Bundesgebiet, auch wir in der Bundesregierung, gewartet haben. Wir haben sie erhofft. Erleichterung, dass es einen Schritt weitergeht. Und ich hoffe auch, dass es eine Stunde der großen Hilfsbereitschaft ist, damit wir mit all den Sorgen und Problemen, die jetzt auf uns zukommen, auch gut fertig werden. Aber ich sage noch einmal, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Carsten? Ja? Man zeigt ein Telefon an. Wie weit sind wir denn schon? Immer noch 023. Echt? Du hast es nicht geschafft. Oh, du hast dir aber alle Mühe gegeben. Und da die Bettina, tobt die immer noch im Hintergrund bei 23 Pfennig? Nee, die tobt nicht mehr. Was hast du dir da für eine Halbschwester ausgesucht? Inzwischen hat unser Nachbar getobt. Das ist ja schlimmer als eine Viertelschwester. Wieso ein Ditte? Weil wir ein bisschen zu laut sind. Weil ihr selber zu laut seid oder habt ihr Tokotronic so laut angemacht? Ja, Tokotronic. Ah. Ey, da hat der endlich mal Tokotronic gehört, der Nachbar. Ja, das wird er jetzt auch halt noch hören. Vielleicht schläft er dann besser. Ist der noch da, der Nachbar? Ist das ein Alter? Der ist nebenan. Ist das ein Alter? Nö, der ist mein Alter. Ach, und beschwert sich schon in deinem Alter und beschwert sich? Ja, der ist so Bob Dylan-Fan. Ey, Kinder, das ist die Vergreisung der deutschen Jugend offensichtlich. Nein, das ist sonst nett. Manche Leute müssen morgen früh arbeiten. Das war jetzt ein Einwurf von Bettina, für den ich nicht stehe. Ey, manche Leute müssen spät in der Nacht arbeiten, das ist auch kein Vergnügen. Und dann liegen sie zu Hause im Bett und dann fangen die Leute, die früh arbeiten müssen, fangen an, mit Presslufthämmern Wände und Putz abzureißen. Ist auch nicht fein. Und du wirst mich nie in meinen Puschen und im Bademantel über die Straße latschen sehen und sagen, manche Leute müssen spät arbeiten, vorwurfsvoll, in Richtung Bauarbeiter. So viel Anstand habe ich. So, jetzt wollen wir auch nochmal kurz gute Stimmung machen. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände. Lasst nicht los, denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Da würde mich ja mal interessieren, was da vor deutschen Radiogeräten passiert. Habt ihr euch jetzt die Hände erreicht, Bettina und natürlich Carsten? Natürlich haben wir das gemacht. Echt? Ja, aber Kinder, ey, ihr könnt mich hier nicht hinter das Licht führen. Ich habe Bettina husten gehört. Hat die gehustet, ohne die Hand vom Mund zu nehmen? Eine und damit Hand möglicherweise... Mund, eine Hand die Salzstange und eine Hand hat's mir gegeben. Tödliche Keime in dein Gesicht gesprüht? Nee. Ich muss schon wieder. Machen. Bettina, nimm die Hand vom Mund, wenn du hustest. Der Carsten ist schwach an Widerstandskräften. Ja, 23 Pfennig immer erst noch? Ich gehe langsam ein. Jetzt sind 46. 46. Zack, aber wenn du den Milchkaffee sparst, hast du jetzt immer noch 3 Mark und 4 Pfennig plus gemacht, weil der im Durchschnitt 3 Mark 50 kostet. Gut, eine kleine Kritik. Ohne die Jahre alten Jingles hätte ich jetzt immer noch 23. Ja, aber nicht halb so viel Spaß. Ja, ich weiß nicht, aber dieses eine Jingle, dieses allererste von Uwe Kuttner, Ditte? Ditte hier? Was ist damit? Ja, das ist uralt.
Ey, die Sendung ist uralt. Ich bin uralt. Die Erde ist 4 Milliarden Jahre alt. Dem muss doch Rechnung getragen werden, auch in Radios. Man kann doch nicht so tun, als ob alles neu wäre wie eine neue Platte. Na, willst du damit anspielen, dass diese Jingle auch in 4 Millionen Jahren noch spielen? Ey, pass mal auf, wenn sie mich in der Mitte durchschneiden würden und du würdest da die Jahresringe zählen, da würdest du ins Staunen kommen. Aber du würdest sehen, das ist jemand, der ist hier wachsen. Wind und Wetter hat da widerstanden. Gerade hinten an der Westseite jede Menge Moos. So, verstehst du? Aber es ist... Oh ja, ist so. Ist also quasi nicht zack, zack gegossen in eine Form, aus Plaste, lackiert, gespritzt und ins Radio gestellt. Gut, na, wir sprechen uns in 4 Millionen Jahren wieder, ne? Ey, Carsten, wäre aber nett, wenn du mich nicht durchschneiden würdest. Ja? Nee, ist okay. Ist Können wir uns darauf einigen? Ja. Ey, Carsten, du bist echt ein Netter. Ich muss dir jetzt auch die Noten... Und Bettina ist echt nicht deine Freundin? Nein. Eva ist meine Freundin, die ist gerade in München. Warum lungerst du dann da bei deiner ollen, knickrigen, halb hustenden Halbschwester rum? Die außerdem noch einen Nachbarn hat, der früh arbeiten gehen muss und Tokotronic-Fan auf den Tod nicht ausstehen kann. Na, sie zahlt. Ach so. Naja, doch nicht. Du musst doch zahlen. Ja, ich krieg sie da bestimmt noch irgendwie rum. Du siehst da jetzt, wie viertelstundenweise die 23 Pfennigstücken da aus deiner Tasche rollen. Bin ich jetzt dran? Bettina, bist du denn? Ja. Warum hast du... Ey, das reicht ja, wenn du rumnölst, den armen Carsten nötigst, deine Telefonrechnung zu bezahlen. Aber dass du dich dann hier noch ins Gespräch einmischst und den armen, schüchternen, jungen Halbbruder da vom Gerät verdrängst. Was ist denn die Eva für eine? Die ist wirklich nett. Die ist echt wirklich nett? Ja, die ist echt wirklich nett. Und intelligent. Die Frage ist, hast du dir schon mal überlegt, was das bedeutet, wenn Schwestern oder Halbschwestern von der Freundin ihres Bruders sagen, dass sie wirklich nett ist? Vielleicht ist das kein gutes Zeichen. Also ich meine, ich hab's mir noch nicht überlegt. Ich wollte dich fragen, ob du dir das überlegt hast. Nee, ich bin aber nicht die Halbschwester. Was bist du dann? Bist du das Verhältnis vom Carsten? Nee. Und die Eva ist jetzt in München? So, ich möchte jetzt mal auf das Thema Notlösung. Nee. Jetzt wollen wir erstmal deine Identität feststellen. Bettina, wer bist du denn nun? Bist du vielleicht gar die Mutti vom Carsten? Scheiße. Hat er dir das verraten, als du die Musik gespielt hast? Du bist... Was hat er verraten? Hat er dir das verraten? Nee, Quatsch, du bist überhaupt ja nicht die Mutti. Ich wollte dich jetzt bloß zum Lügen bringen und ich hab dich aber ruckzuck volle Pulle gleich zack, zack zum Lügen gebracht. Klaus. Ey, die Lügen werden nicht besser. Da hat mir die Mutti-Lüge besser gefallen. Meine Notlösung? Nee, wer bist denn überhaupt? In welchem Verhältnis stehst du zum Carsten? Dritter Grad. Was heißt ein dritter Grad? Ja, das ist doch bei Verwandten. Das klingt doch nach Judo, brauner Gürtel. Hier, ich bin eigentlich die Großcousine von seiner Schwester. Was bist du? Das heißt, ey, mir fällt es wirklich so spät. Jetzt erklär mir mal, was die Großcousine von seiner Schwester ist. Wer dann, mit wem ihr da, wo die Kreuzungsstelle eurer, von eurem Ahnenbaum. Ich habe jetzt wirklich mal eine Notlösung. Was? Nee. Erstmal Identität feststellen. Bettina, wie alt bist du? Von wo aus ruft ihr überhaupt an? Aus deiner Wohnung? Naja, das reicht schon. Ja. Reicht schon. Wenn da jetzt jemand durch die Bötzelstraße geht und irgendwo brennt Licht, schmeißt die Scheiben ein. Und wenn dann zwei junge, erstaunte Gesichter durchs Loch schauen, dann sind das Carsten und Bettina, die ihre Beziehung geheim halten wollen. Das Problem ist, ich muss jetzt die Geschichte mit der Notlösung... Bettina, du musst mir jetzt erstmal sagen, in welchem freundschaftlich, verwandtschaftlich, gesellschaftlichen Verhältnis du zu Carsten dich befindest. Was zeigt denn das Telefon an inzwischen? 046. Echt? Aber wir reden hier wie die Bekloppten und die Telekom verdient überhaupt gar nicht daran. Wenn ich jetzt den letzten Bus verpasse, dann kann ich nach Hause los. Ich denke, das ist bei dir, du bist da bei dir, der Carsten ist bei dir zu Hause. Ich bin bei Carsten. Carsten muss in der Bötzelstraße. Und warum musst du seine Rechnung eigentlich bezahlen? Ach, der hat doch nur Scheiße gelabert. Echt? So hemmungslos lügt ihr hier jungen Menschen hier am Telefon? Ich lüge hier nur. Darf ich jetzt trotzdem die Geschichte? Und in welchem persönlichen Verhältnis stehst du zu Carsten? Na, wäre den Anfängen, glaubt ihr nicht. Ich weiß es nicht, ich kenne ihn ja nicht. Ich habe vorhin mit ihm so in der Bötzelstraße geklingelt, weil... Da fährt doch überhaupt gar kein Bus in der Bötzelstraße. Da fährt der 257, ja. Aha, das ist aber eine ganz schamlose Lüge. Das ist, ey, ich schwöre bei... Kinder, wobei schwörst du? Bei Carstens Leben. Na, das scheint ja nicht viel wert zu sein. Dafür lügt man schon mal einen Bus zusammen, oder? Ach, was? Meine Mann. Jedenfalls... Seid ihr aus der Seminarstudiengruppe? Nee, ich bin Friseur. Du bist Friseuse? Ja. Und der Carsten, was macht denn der so? Der studiert Jura. Der studiert Jura? Ja.
Aha. Also, um jetzt mal auf die Note. Und aber ihr habt ein Verhältnis miteinander. Nein. Nee, was, aber naja, ich meine ja nicht ein Verhältnis. Ich wollte jetzt fragen, was für ein Verhältnis habt ihr miteinander, zueinander? Wir sind gute Feinde, gute alte Feinde. Und woher kennt ihr euch? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie bitte? Aus der Schule. Ihr habt euch in der Schule kennengelernt? Ja. Wart ihr in derselben Klasse? Ja. Und seid ihr mal, habt ihr mal miteinander gemacht, was man, miteinander gehen nennt? Nein. Nee? Nur nach Hause gegangen. Nur nach Hause, naja, das schließt das ja nicht aus. Ja, nee. Hat er dir dann so deine, die Mappe getragen? Ja, ich habe auch hinten auf sein Fahrrad draufgestellt. Ach, und hat er damit irgendwelche Absichten verbunden oder war das ein reiner freundschaftlicher Akt von ihm? Freundschaftlicher Akt? Akt ist jetzt aber noch nichts, wo man, oder freundschaftlicher Akt, worüber man obszön kichern müsste. Also, ja, das war jetzt überhaupt ja nicht mehr obszön und noch nicht mehr gekichert. Jetzt ist nämlich der letzte Bus weg, jetzt kann ich nach Hause laufen, das ist deine Schuld. Leg dich doch einfach hinten aufs Fahrrad vom Carsten und sag, er soll dich nach Hause schieben. Straße. Wie bitte? Oh, super, okay, hat sich erledigt. Was sagt er? Hat er dir jetzt zwei Leute Angebot gemacht, dass du da bei ihm schlafen kannst? Kann ich das nachher haben? Ey, Bettina, passt bloß auf. Der Carsten ist ein ganz unberechenbarer. Ja, ja. Darf ich jetzt mal. Und egal, wer von euch jetzt beten lügt, das nimmt unglücklichen Ausgang mit euch. Lüge. Wie bitte? Ich lüge, ja, ja. Oder, naja, aber warum musst du nach weg mit dem Bus fahren, wenn du bei dir zu Hause bist? Ach nee, Carsten hat ja gelogen. Mann, jetzt bin ich aber völlig durcheinander. Ja, ja. Ich weiß das nicht. Ihr habt euch aber in der Schule kennengelernt. Ja. Und dann haben sich eure Wege getrennt. Deiner führte in den Frisiersalon und seiner ans juristische Dings da. Nach Mainz. Institut nach Mainz. Mai, oh Mai, oh Mai. Ja. Und dann, wo habt ihr denn euch dann aber wieder getroffen? Da ist man ja, wenn die Schule erstmal. Wir sind in Kontakt geblieben, ne? Mit Briefen? Nee, mit Telefonaten. Da hast du bis nach Mainz telefoniert? Ich habe bis nach Mainz telefoniert. Und ja, ich auch bei meinen Eltern. Da zickt der Carsten rum und muss sich so freche Lügen ausdenken, ja. Wenn ihr mal von Berlin nach Potsdam telefoniert? Ja. Was der offensichtlich überhaupt ja kein Geld kostet. Was zeigt der Zähler? Das sind schon 46. Ich habe nur falsch rumgelesen. 46. Jedenfalls um jetzt. Mann. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Oh mein Gott. 6 Jahre oder 8 oder 10, weiß ich nicht genau. Und seit wann ist die Schule zu Ende? Seit 1989. Seit 1989, nee, 1990. 1990, ja. Also jetzt seid ihr 5 Jahre raus. Ja, ja. So. Und ist er jetzt ein bisschen angeber geworden, weil er Jura studiert? Doch, das muss ich wirklich mal sagen. Tut mir leid, Carsten, ich wollte dir nie sagen. Also das stimmt. Doch, ich meine, das bringt das Studium zwangsläufig mit sich, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er zwangsläufig mit sich bringt. Wie lange studiert er jetzt, der Carsten? 4 Jahre, oder? Ey, dann ist aber allerseits. Ey, Carsten, jetzt geh mal weg. Komm, jetzt setz dich mal hin und hör schön zu. Du hörst Sachen, die dir die Bettina sonst nicht zu sagen traut, die sie dir aber immer mal sagen wollte. Und ist ganz wichtig für dich und ist ganz wichtig für eure Freundschaft. Freundschaft? Warten. Hat jemand was von Freundschaft gesagt? Liebe ist es doch nicht, oder? Nein. Okay, jetzt können Oder ist es doch Liebe? Nein, ich habe gesagt, wir sind gute alte Feinde. Ich habe nicht gesagt, wir sind gute alte Freunde. Naja, gute alte Feinde, das ist doch immer so. Dann seid ihr ja wahrscheinlich doch Freunde. Aber das kann ich ihm auch noch sagen. Aber nee, ich denke, wenn der jetzt Jura studiert, dass man da am Anfang ein bisschen hochnäsig ist, das ist, glaube ich, klar. Also die Nase ist so im Aufwärtstrend, vielleicht, würde ich mal sagen, 2,5, 3 Jahre. Aber nach 4 Jahren muss er eigentlich langsam wieder runterkommen. Wir haben das gerade jetzt geklärt, während du hier erzählt hast. Was habt ihr da geklärt? Wie sah die Klärung aus? Er hat gesagt, ich war doch nie eingebildet, ich hab hier nichts. Na, das ist ja eine tolle Klärung. Ja. Mann, oh Mann, ihr geht dem Problem aber auch ganz schön aus dem Wege, oder? Kuttner, bitte ganz kurz, ja? Ja? Bitte ganz kurz. Ich muss, also wirklich, das ist jetzt so schlecht gelaufen. Es tut mir echt leid. Was ist denn schlecht gelaufen? Ja, dann habe ich mich so wie das Recht zur Gegenabstellung oder irgendwie was. Ach, der Jurist reißt die Klappe auf. Prima. Ja, also die Gegendarstellungen sind ja immer, das möchte ich an der Stelle dazu verpflichtet, das jeweilige Landespressegesetz, sind aber unabhängig vom Wahrheitsgehalt, doppelt unterstrichen, halbfett gesetzt und kursiv abzudrucken bzw. zu jedem. Carsten, du hast jetzt eine Gelegenheit zu einer unabhängig vom von ihrem Wahrheitsgehalt jetzt fehlt ein Wort, Gegendarstellung.
Ja, ich möchte es eigentlich nur ganz kurz machen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mich eigentlich nicht zu den üblichen Juristen zählte. Zumal in Mainz wirklich das juristische Volk ein ziemlich snobistisches war. Und ich da nicht das Gefühl hatte, zu denen zu gehören. Mein Freundeskreis mehr aus Germanisten und Slawisten und alles Mögliche bestand, aber nicht aus, und Friseusen natürlich, ja, bestand aber nicht aus Juristen. Und das war jetzt schon wieder so eine Hochnäsigkeit. Du merkst, wie sie dir so unterlaufen, ohne dass du das willst. Ja, Mensch, also wenn ich auch mir... Ja, ich bin umgeben von Germanisten und Theaterleuten und Künstlern. Echt? Das kommt, so kommt es rüber? So kam es rüber. Nee, ich hab doch auch Slawisten gesagt. Außerdem, ja, Slawisten macht das nicht unbedingt besser. Du musstest, der eigentliche Kern kann doch nur sein, nette Menschen. Gut, und manche studieren und manche studieren nicht. Und manche drehen Locken. Du kannst aber und manche drehen Däumchen. Kannst aber. Und manche drehen ab. Schöne Menschen. Manche drehen durch. Und manche haben sowieso eine Macke. Du kannst doch aber und manche machen so Radio mit Macke. Ja gut, dann darf ich noch einen Satz. Ja, ist er noch Teil der Gegendarstellung? Ich wollte jetzt nur was entgegenhalten, jetzt dir wieder, der neueren Darstellung deiner Sitz. Ja. Also ich, du musst ja schon irgendwie sehen, dass, auch wenn man da völlig objektiv rangehen will, muss man ja trotzdem sehen, dass es da verschiedene Gruppen gibt und die Vorurteile existieren nun mal. Wenn man darüber hinwegguckt, dann ist das ja irgendwie was blind. Also ich finde, dass man schon... Okay, jetzt wird es aber ganz kryptisch bei euch. Das war jetzt Bettina. Also ja. Ich wollte nur sagen, dass es gegen Juristen ja natürlich Vorurteile gibt und die sollte es auch geben, die sind zu großen Teilen auch berechtigt. Weil das mit anderen Aufsicht hat, das kann ich schlecht beurteilen. Ja. Das war es. Und wenn jetzt aber Bettina solche Art Vorurteile artikuliert, dann mach dich das erstmal nicht nachdenklich, sondern lässt sich gleich... Darum greife ich doch auch hier mit Charme zum Hörer. Ach so, mit Charme. Eben hast du noch mit einer Gegendarstellung gegriffen. Gegen sie wehren sie. Und Gegendarstellung und Charme sind zwei verschiedene Sachen. Ja, na gut, aber so kann ich das dann nur in der Öffentlichkeit jetzt wieder gut machen, vor den Millionen, wenn nicht Milliarden von Hörern. Naja, nicht gut machen. Schlecht machen kann man es mit einer Gegendarstellung. Mit Charme kann man es gut machen. Ja, Charme ist doch aber nicht radiowirksam. Charme ist auch radiowirksam. In der Sendung hier allemal. Da möchte ich hiermit meinen ausdrücklichen Charme über diese Behauptung kundtun und mich davon distanzieren. Abgesehen davon möchte ich gerne noch eine Notlösung präsentieren. Aber Bettina, okay, ich nehme das Telefon einfach. Ich nehme die Charme. Bettina. Ja. Jetzt nimm aber die Charme mal an und lass. Können wir jetzt mal das Niveau ein bisschen runterdrehen und jetzt erzähl ich mal meine Notlösung, ja? Wollte Carsten nicht eben? Nö. Ach ja, stimmt. Nö, der wollte ja ja nicht. Super. Ey, ihr Weiber habt das aber auch total raus. Wie bitte? Was hast du gesagt? Nüscht. Ja. Sonst gibt's gleich wieder eine Gegendarstellung. Also meine Notlösung ist folgende. Sag mal, Bettina. Ja? Bist du wirklich Friseuse? Nee. Was bist denn du? Ey, sag bloß, du bist irgendwie Theaterwissenschaftsstudentin. Nein. Oder Slawistin. Nee, ich bin ja auch nicht Bettina, das hast du schon wieder vergessen. Du bist selber Jura, du bist aber nicht Eva, du bist in München. Nein, ich bin in... Du bist Jura... Also ich bin kein Jurastudentin. Jurastudentin. Nein, BWL. Nein, nicht dergleichen. Nicht Sportmedizin. Also meine Not... Reha-Pädagogik. Tierproduktion. Warte mal, wann kommen die Nachrichten? Kommen um halb Nachrichten? Um halb kommen Nachrichten. Ja, darf ich noch meine Notlösung erzählen? Was bist denn du eigentlich? Oh mein Gott. Ey, Mann, ich hätte mich gerne mal mit einer Friseuse unterhalten, weil ich habe echt ein Problem und hätte eine Frage. Ich bin wirklich Friseuse. Ach, nö, jetzt glaube ich dir aber nicht mehr. Wieso? Naja, ich lass mir da nicht von Slawisten in den Haaren rumfuhrwerken. Wie soll ich dir beweisen, Carsten? Hast du gesagt, dass ich Friseuse bin? Sag. Ey, na, ich habe doch hier zwei ausgebuffte Lügner und Lügnerinnen in der Leitung. Gut, na, darf ja? Ich möchte wirklich diesem Ein- und das für Lügner entgegenwirken. Bettina ist also keine Friseuse, aber was sie ist, das musst du irgendwie selber rauskriegen. Du hast das ja auch nicht genannt. Also wenn du noch wissen möchtest, musst du noch ein bisschen aufpassen. Aber studiert auch, wa? Ich sage dazu nichts mehr. Gut. Ist der Hörer runtergefallen. Er meinte, er ist auf was ganz Mieses angespielt. Er hat auf was ganz Mieses angespielt. Du bist was ganz Mieses offensichtlich. Nicht, dass es mies ist, aber er zieht mich immer damit auf. Na dann sag doch mal, was das ist. Und dann, ja, man kann nicht wohl sein, womit man jemand aufzieht. Hm? Ja, habe ich überhaupt keine Vorstellung. Soll ich es ihm sagen, lieber? Ja, klar sollst du es ihm sagen. So, sagt das Wort. Carsten sagt das Wort. Nö, Carsten wird es nicht sagen. Nö, ich sag's auch nicht. Was, ein doofe Kuh? Wollt er doofe Kuh sagen? Nö, das hat mehr was mit einer Farbe zu tun. Lila? Nee. Grün? Nee. Verneint? Nein, nein. Gelb? Blass? Ja. Gut, na, Bettina ist... fängt mit B an und hört mit Lond auf. Vergiss es, Else. Also hey Bettina, lass dich da nicht von dem Manta-Fahrer anmachen. Hau ihn runter. Nein,
Darf ich jetzt mal Kassel jetzt gerade raus? Jetzt kann ich es ja mal sagen. Ich finde, dass er ein bisschen arrogant ist, immer seinen Juristen, ich quatsche über meine Blondinenwitze. Nee, seine Blondinenwitze auf Juristenniveau über mich, das finde ich ziemlich gemein. Aber da kann oh, das ist aber echt total gemein. Ja. Aber sag mal, bist du blond von Beruf? Nee. Ey, scheiße, das war jetzt zu lang die Überlegungspause, Bettina. Du hast nicht gerade Plus gemacht in dem Moment. Und sei froh, dass Carsten draußen ist. Der ist ja nicht draußen. Der hätte einen Witz gemacht, der mit B anfängt und mit Lond aufhört. Ja. Ja, was bist du denn nun vom Beruf? Friseuse, ey, das ist jetzt die Wahrheit. Ich kann es nur nicht verweisen, aber... Echt? Hm? Dann sag mal, kann man Haare nur am Ende färben? Natürlich, du kannst die Haare überall färben, nur am Ansatz, nur am Ende, nur in der Mitte, wo auch nur am, wie macht man denn nur am Ansatz? Wie macht man denn, dass man ganz unten nur färbt und oben keine Farbe rein? Ist noch oben, der Ansatz ist oben. Die Ach so. Der Haaransatz ist oben. Das ist der Haaransatz? Ich dachte, da wo die Haare aus dem Kopf kommen, ist der Haaransatz. Naja, oben. Die Haare kommen oben aus dem Kopf und da ist der Ansatz. Die kommen oben aus dem Kopf. Und jetzt sagen wir mal die Stelle, wo die Haare noch ganz nah am Kopf dran sind. Das ist der Ansatz? Das ist der Ansatz. Und wie heißt es, wo sie ganz weit weg sind? Spitzen. Ja. Und kann man nur die Haarspitzen färben? Natürlich. Wie macht man denn das? Na, du machst die Haarfarbe, die du vorher gemischt hast, machst du einfach nur auf die Spitzen mit so einem Pinsel oder womit auch immer. Du kannst doch zu Hause alleine mit so einer... Warte, ein Haar für Haar? Wieso denn Haar? Das dauert doch ewig. Nein, du nimmst einfach die Haarspitzen in der Hand, so ein Büschel, und ja, machst da die Farbe ruf. Ist dann nicht komplett... Wenn die ganz kurz sind, dass man die nicht büscheln kann? Ach, du meinst, du willst nur deine. Wir reden jetzt von dir, oder? Stimmt's? Nee, allgemein. Ja. Interessiert mich mal allgemein, überhaupt ja. So. Na, guck mal, du kannst doch die Farbe mit dem Pinsel aufmachen, wo du möchtest. Mit einer Rolle auch? Kannst du mal ein bisschen leiser sprechen? Gut. Und aber denn, ja. Und sag mal, und wie färbt man die, wie heißt das unten am Ansatz? Ich habe noch niemanden getroffen, der die Haare nur unten am Ansatz färben kann. Nee, aber du hast gesagt, man kann die unten nur am Ansatz färben. Und wie sieht das aus? Beschissen nehme ich mal an. Nee, ich meine nicht, wie das aussieht, sondern wenn man das macht. Ja, du nimmst einfach die Haarfarbe und machst mit dem Pinsel die Farbe nur auf die Spitzen von den Haaren. Ja, jetzt auf die Spitzen, das haben wir geklärt. Aber die Spitzen sind der andere. Das andere ist der Ansatz. Ja. Und wie färbt man den Ansatz? Dann nimmst du den Pinsel und machst die Farbe nur auf die Ansätze. Da musst du die immer so partienweise hochnehmen, die Haare, und auf die Ansätze machen. Ach so. Ach, ist ja raffiniert. Ja, ist raffiniert. Ja. Ist ja interessant. Darf ich jetzt doch schnell meine Notlösung? Ja, dann erzähl mal jetzt schnell noch deine Notlösung. Ey, was zeigt denn das Telefon jetzt an? 79, wenn nicht. Na, das ist okay. 69. Ja? Hm. Los, Notlösung, Bettina. Ja, ist das eine Friseursnotlösung? Nee, es hat nur in meiner Wohnung was zu tun. Ach so, ach schade. Passiert im Friseurladen nicht nur auch mal Notlösung? Also so? Meine Wohnung ist folgendermaßen. Ich bin vor ein paar Wochen umgezogen in eine Wohnung und habe da alles neu gemacht. Die ist jetzt echt super tipptopp in Ordnung und total billig. Und jetzt muss ich aus der Wohnung raus, weil ich die Luft dort nicht vertrage. Wieso verträgst du die Luft nicht? Ja, weil ich Asthma habe und das ist im Hochhaus und da ist ganz trockene Luft. Ach so. Mhm. Und da kann man die nicht irgendwie so befeuchten? Ja, kann man schon, aber es nützt nichts. Ich habe schon Wasserschüssel überall hingestellt, aber es bringt nichts. Und so ein Zimmerspringbrunnen? Ach so, was? Und die gibt aber so Maschinen, die so... Nein. Also die Ärztin hat gesagt, ich soll mir eine neue Wohnung. Ja. Und die Notlösung ist, dass ich jetzt halt dann auch wohne, aber eigentlich eine andere Wohnung suche. Und falls jetzt jemand Interesse hat an einer Neubauwohnung in einer Fischerinsel... Im 20. Stock für 300 Mark im Monat, für 310 Mark im Monat Warmmiete. Und wie groß ist die? Ach, scheiße, aber mit diesen Zahlen. Na, wie viele Zimmer? Na, ein Zimmer, ein groß, also ein ziemlich großes Bad, ja, weil es neu ist mit Badewanne und so und ja, eine Küche. Ja, ey, sag mal, langsam habe ich das Gefühl, dass ich hier die Notlösung bin, also die Sendung, wa? Naja, gut, was sollen die dann machen? Wer soll jetzt was machen? Ach so, ich suche ein Zimmer in einer Altbauwohnung. Ja. Oder eben eine Altbauwohnung selber, aber nur bis 500 Mark. Ja. Ja, und ich habe kein Telefon. Also der sollte jetzt vielleicht bei Carsten anrufen. Da wird er sich freuen. Nee, das mache ich nicht nochmal. Nee? Nee, zeig schon mal, macht mit dem Bundflug. Gut. Rief Götz Butz an. Das müsst ihr unter euch klären, ja? Ja, ja. Wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal halbwegs Schluss machen, weil gleich die Nachrichten kommen, ja? Na, jetzt habe ich wirklich, ich habe angerufen, habe die Initiative heute ergriffen, bin nicht dazu gekommen, meine Notlösung. Tja, Baby, manchmal ist das Leben echt so hart, wa? Verrecke, bist du schuld. Aber manchmal ist das Leben auch nett und blond. Mensch, das war so eine schöne Notlösung. Tschüss, Carsten. Mach's gut.
Tschüss. So, wir dachte ich mir, hören jetzt schnell nochmal Chocotronic Arne, weil das ist ja, das Schöne ist, ich habe die Single selber noch nicht gehört und jetzt spielen wir das einfach mal volle Pulle auf Verdacht. Aber die Überschriften sind auch so klasse und die stimmen auch so, was die Sendung betrifft. Du fragst nach Geschichten, singt er da, der Chocotronic Arne. Wollen wir ihn singen lassen? Ja, wir wollen ihn singen lassen. Nach Geschichten und alles von Anfang an. Ich weiß nichts über meine Geschichte und dass sie heute begann. Du fragst und es wäre sicher interessant, meine Kindheit und alles, so wie ich es fand. Wirklich nicht wenig, ich meine, ich rede von dir. Doch du fragst nach Geschichten, du fragst nach Geschichten. Ich weiß nichts über mein Leben, das ist heute begonnen. Das sollte jetzt endlich mal Schluss sein. 0.31 Uhr ist es. Fritz Kurzinfo. Aufruf: Der SPD-Parteitag hat am Abend einen Appell zur Beendigung der internen Querelen beschlossen. Darin wird gefordert, dass die SPD-Führungsmitglieder so miteinander umgehen, dass ihr Verhalten Vertrauen erzeugen kann. Blockiert. Die US-Regierung bleibt weiterhin zahlungsunfähig. Präsident Clinton lehnte am Abend den Haushaltsentwurf des Kongresses erneut ab. Wegen der Etat-Kontroverse wurden gestern 800.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes der USA in Zwangsurlaub geschickt. Konsequent. Nach dem Mord an Ministerpräsident Rabin hat die israelische Justiz Anklage gegen zahlreiche radikale jüdische Siedler in den besetzten Gebieten erhoben. Meuterei. In einem Athener Gefängnis haben am Abend mehrere Häftlinge, 5 Aufseher und 2 Krankenpfleger als Geiseln genommen. Über Forderungen der Geiselnehmer liegen zur Stunde keine Informationen vor. Das Gefängnis wurde von Bereitschaftspolizei umstellt. Sport. Fußball: In der Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaft gewann am Abend in Frankfurt/Oder Deutschland gegen Bulgarien 7:0. Wetter: Gelegentlich Sprühregen, nachts um 6 Grad, am Tage um 8 Grad. Fritz presents to you. Fritz präsentiert. Pothead. Pothead. And we're gonna make some music. Und wir machen Musik. Pothead. 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 You'll never know. Thursday, November 23rd. Donnerstag, 23. November. That's Thanksgiving. Erste Dankfest. At the Loft. Im Loft. In Berlin. In Berlin. Live. Live. Presented by. Präsentiert von. Fritz. I was born in this hotel, washing dishes in the sink. Magazines and free soda, trying hard not to think. Say it all.
sports cars. Crying. Ran a snake on the ceiling. Gunpowder on my sleeve. I will live here forever with the ocean and the bees. Lay it all to the dawn. Everything we've done is wrong. Lonesome when I'm gone. Lay it all to the Kinder, ist das nicht auch ein super Sympath, dieser Beck? Der ist doch mindestens so nett wie die drei von Tokotronic. Von der Mellow Gold, wo vorne immer der Loser drauf ist. Den hätte ich eigentlich auch gerne gespielt, aber das ist auch so ein klasse Song, dieser Risky Clone. Hotel City 1997. Oh. Schnell Knöpfchen gedrückt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände. Lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. So, Thema ist immer noch Notlösung und ich denke... Ihr wird das gemacht und zwar in sehr hässlicher Form, was die Eltern versäumten. Hier wird aufgeklärt. Ja, Kinder, genau darum geht's. Und jetzt müssen wir mal versuchen, noch mal ein paar ordentliche Notlösungen zusammenzutragen. Bisher war diese ganze Telefoniererei in Hinsicht auf das Thema selbst wieder nur eine Notlösung. Das prangere ich an, das ist ein Vorwurf an euch. Das ist nicht schön. Ich kann ja nicht hier die ganze Sendung voll quatschen, nur weil keine ordentliche Notlösung kam. Wobei, Bettina hat mir schon irgendwie gefallen. Fand ich nett. Tag, wer bist denn du? Hallo Kuttner, hier ist Carlos. Carlos, aus welchem Bereich stammt deine Notlösung? Aus der wunderbaren deutschen Geschichte, die wohl größte Notlösung und wohl auch die bleibendste in der Erinnerung der Menschen, waren ja wohl die Trümmerfrauen, die heute hier noch gar keinen Anklang gefunden haben. Nee, gilt nicht als Notlösung. Zack. Tag. Hallo? Hey. Ja, wollen wir mal rangehen ans Gerät? Mississippi Republican Trent Lott says GOP lawmakers should listen to the folks back home. I did a radio call and talk show in Jackson, Mississippi today. What people are telling me is, hey, stick to your guns, get a balanced budget. Aus! Das Spiel ist aus! Ja, und warum? Ich hab dir doch gesagt, du sollst das nie wieder spielen. Genau, zack, ist der Kerl weg. Tag, wer bist denn du da? Grüß dich, Kuttner, hier ist Yves. Yves? Ja. Ich habe auch eine tolle Notlösung. Yves, aus welchem Bereich des menschlichen Lebens stammt deine Notlösung? Na, so Überleben. Überleben? Ja, Überleben in Norwegen. Ah, um gewissermaßen so eine Art Unterleben zu vermeiden. Ja, so ungefähr. Gut. Wie sieht Überleben in Norwegen als Notlösung aus? Worin bestand die Not?
Die Not bestand darin, dass ich keinen Schlafsack mit hatte und das erst so 700 Kilometer in Schweden mitgekriegt habe, nachdem wir von der Fähre runter waren und wie ist der Geier und schon ewig hochgefahren sind nach Norden, nach Norwegen. Ja. Und die Lösung? Na, die Lösung war, ich habe sämtliche meiner also Autoschirmbezüge und die Decken, die wir noch mit hatten und so, zusammengerollt und mir zusammengenäht und habe dann in Klamotten gepennt und habe die 3 Wochen so mehr oder weniger lala über die Runde gekriegt. Na gut. Also es war nicht so doll. Aber da ist gleich noch, also der ganze Urlaub strotzt ja nur so von Notlösung, wa? Ja, Mann, Kinder, ich bin doch aber auf der Suche nach bizarren Sachen. Ja, was meinst ja? du? Also es muss schon so bizarr sein, dass morgen, sagen wir mal, RTL oder Sat1 hier anrufen und dann den Anrufer mit der bizarren Geschichte für eine dieser beknackten Talkshows gewinnen will. Wie würdest du denn eine Flunder im Schlauchboot umbringen? Tja, das ist schon mal eine Frage, da hat man dann doch Chancen bei RTL zu landen. Wie bringt man Flundern im Schlauchboot um? Weil wir haben da nämlich Ostermai angelt. Habt ihr wahrscheinlich mit dem Messer zugestochen und schon seid ihr abgesoffen? Nee, eben nicht, weil das haben wir uns schon gedacht. Also nein, das waren Stefan und Thomas. Übrigens bei der Elinger, ich wollte mal sagen, meine Freunde sind keine Zyniker. Auch so eine Art Richtigstellung. Ist doch real. Auf jeden Fall, Thomas hat auf die Flunder ruffgelatscht mit dem Fuß und Stefan hat dann, weil er das Messer natürlich nicht nehmen konnte wegen dem Schlauchboot, hat das Paddel genommen und der Flunder ihm übergeholfen. Ey, soll ich dir was sagen? Morgen ruft ihr die RTL an, sondern Tierschutzverein. Na gut. Und weißt du, was noch eine Notlösung ist? Na? Wenn du einen Hai an der Angel hast und den aber nicht rauskriegst und der sich dann total verfitzt und also das Schlauchboot war mit einer Leine am Ufer festgemacht war. Aber ihr habt einen Hai an der Angel gehabt? Ich hab einen Hai gefangen in Norwegen. Heißt du vielleicht Bettina und Carsten? Nein. Ey, warte mal, kannst du glauben, ich hab den Kopf hier zu Hause in Formaldehyd eingelegt. Ich meine, also den kannst du ja natürlich schlecht ansehen und so. Aber in der Nordsee? Im Fjord in Norwegen. Und welche Farbe? Na, so ein kleiner grauer, grau-blau, so ein bisschen so. Der war auch weiß. Der gibt mir von... Ey, bei weiß wär's jetzt auch volle Pulle rausgeflogen. Wie lang war der? Bis zu den Schultern? Vom Boden bis zur Schulter? Vom Knie. Also ich habe ein Foto mit drauf. Oi. Ey, war ein schöner Hai. Auf jeden Fall, da kam eine ganze Menge an den Tag. 5 Stück, aber ich war der Einzige, der ihn rausgekriegt hat. Und das war auch noch so eine Notlösung, weil das Vieh hatte sich dann echt total verfitzt in dieser Leine halt, wo das Schlauchboot festgemacht war. Mensch, der Hai ist zu doof, sich angeln zu lassen, was? Ja, ja. Und dann hat mich Stefan mit dem Schlauchboot, dem Hai und der Angel zusammen rausgezogen an Land und dann haben wir den auch so ähnlich erstmal also hochgezerrt und so und eben wir den zum Stillhalten gekriegt haben. Jetzt lass, erzähl ich nochmal die Paddelgeschichte. Nee, naja, so ähnlich, ja. Ja, naja, bei euch möchte man nie Hai sein. Nee, das war überhaupt ein total verrückter... I wanna get high... okay, danke dir für den Anruf. Ja, klar, kurz und bündig. Tschüss. Ciao. So, wen haben wir denn da? Ach, hallo. Wer bist du? Hier ist Otto. Otto. Also, ja. Otto, aus welchem Bereich stammt deine Not, die gelöst wurde? Tja, also, wollen wir gleich zur Sache kommen, ne? Also, wollen wir gleich volle Pulle zur Sache kommen. Ey, jetzt sind noch irgendwie 17 Minuten Sendung hier. Okay, also... Da fange ich mal 1990 an, ja? Also da war irgendwie... Hey, da brauchen wir bloß 5 Jahre, ehe wir die Geschichte rum haben. Super. Okay, okay, also geht um eine Fahrradgeschichte. Gab's heute auch schon... Nein, nee, hör auf Fahrradgeschichten. Wie die Pest. Ich danke dir für den Anruf. Warte mal. Bist du jetzt persönlich sehr betroffen und beleidigt? Und erniedrigt und demütigt? Doch, eigentlich schon. Also weil ich hier mit meinem Funktelefon irgendwie die ganze Zeit schon versuche durchzukommen. Ah, oh, das ist natürlich blöde. Und dann ist man durch und hat dann nur eine Fahrradgeschichte. Ey, es waren heute schon 2 Fahrradgeschichten und Fahrradgeschichten sind echt hardcore. Also einmal mit dem Fahrrad 100 Kilometer getrennt ist, weil es keine andere Lösung mehr gab. Nee, warum? Naja, ich war in Venedig gewesen mit meinem Fahrrad 1990, als das Geld... Echt? Da bringt der Fahrrad ja nicht viel, wa, in Venedig? Ja, nee, irgendwie nicht so richtig. Da wäre Schlauchboot auch besser gewesen. Hä? Da wäre Schlauchboot auch besser gewesen. Naja, ich wollte ja keine Haie fangen, ne? Nee, halt bin ich da runtergefahren und auf den letzten 100 Kilometern ging es dann überhaupt nicht mehr. Ach, weil du so K.O. warst und deine Beine schon gezittert haben? Nee, irgendwo... Blasen. Mit der Schlauch immer kaputt gegangen. Ach so. Kein Geld mehr, ne? Weil, wie gesagt, nur die 500 Mark damals. Und ja. Ja, da bin ich dann halt getrennt, ne? Bis dann die letzte Station noch so 100 Kilometer. Aber nicht mit Lastwagen, sondern mit kleinen, mit diesen so Mini-Fiats. Nee, also war ein Lastwagen und der hat hinten irgendwie Hühner geladen und da haben wir dann das Fahrrad zu den Hühnern gegeben. Hm. Und ja, dann ging das. Na gut, dann, ja, ich sag dir Fahrradgeschichten. Ich danke dir für den Anruf. Ja, okay, tschüss. Tschüss. Hi, wer bist denn du da? Ja, hallo, Kuttner, Andrea, mal wieder. Tag, Andrea, mal wieder.
Ja, ich wollte zur Notlösung was sagen. Ja, sag. Und zwar, ich denke, das Gute an Notlösungen ist doch eigentlich, dass man die, sobald eine bessere Lösung kommt, einfach über Bord werfen kann. Einfach, ja, die bessere Lösung nehmen. Wann hast du denn das letzte Mal eine Notlösung über Bord geworfen? Also das passiert unwillkürlich. Immer wenn dann, also das hält so das Leben am Laufen. Also es besteht ja eigentlich aus Notlösungen. Wir wollen nicht über Notlösungen philosophieren, sondern Notlösungen erzählen. Notlösungen erzählen. Na, frag mal. Nee. Also es ist irgendwie Notlösungen. Andrea, lass mich hier noch durch die Leitungen rasen auf der Suche nach einer ganz exorbitanten Notlösung. Einverstanden? Ja. Okay. Meine ist es nicht. Tschüss. Tschüss. Hi, wer bist du da? Hallo. Ja, hallo. Ja, wer bist du? Bist du jetzt irgendwie so auf Sendung oder bist du irgendwie so ein... du willst oder? Wahrscheinlich wissen, ob du auf Sendung bist. Ich bin ja, auf Sendung. Ja, das Radio leiser. Oh, das ist mir zu mühsam, ey. Jetzt werden mit mir hier schon Vorgespräche geführt. Du bist irgendwie Dr. Kuttner, ja? Ich bin doch auf Sendung. Was? Ja. Ja. Ja, schön. Ja, hallo, Dr. Kuttner. Ja, hallo, wer bist du denn, verdammt nochmal? Ah, ich bin der Volker. Der Volker? Ja. Ah, davon gibt's ja mehrere. Dutzende. Ja. So, Volker. Im Wohnbuch und so gibt es irgendwie so Dutzende davon irgendwie. Volker, wollen wir wetten, dass du aus Kreuzberg oder näher anrufst? Nee, ich rufe aus Schöneberg, beziehungsweise... Naja, ist ja soweit nicht weg, aber hab ich sofort gehört. Das hört man am Tonfall manchmal. Echt? Ja, echt, das ist hart, wa? Ja, das ist hart. Wenn man so erwischt wird. Ja, eben. Ey, mein Lieber, wenn du mal einen Banküberfall machst, hinterlass nicht deine Stimme, die orten dich sofort. Können gleich einkreisen. Da könnte man natürlich irgendwie so drüber nachdenken und so, ja? Ja, zack, mit hochgeschlagenen Mantel kriegen, die Goldstraße rauf und runter und schon haben sie dich. Scheiße. Siehst du, sieht total schlecht aus, ist du bitter. Hast das irgendwie total wieder durchblickt irgendwie so, ja? Ja, fies. Ja, du bist, das ist total fies und so. Das ist fies, ich will aber, das ist ein feiner Unterschied, nicht ich bin fies, sondern es ist fies. Ach so. Ja, jetzt können wir noch auswürfeln, wer von uns was beiden es ist. Das S irgendwie so, also... Ich dachte mir, das S ist sozusagen so Richter Q und so, ja? Mhm. Also, das sind die Leute, die auf dich eindröhnen und irgendwie so, die versuchen irgendwie so ein Wachturm irgendwie so, Abo irgendwie zu verkaufen und sagen irgendwie so... Also, ey, Wachturm ist so eine geile Zeitschrift. Was? Die ist prima, Wachturm ist eine super Zeitschrift. Findest du echt geil? Ja, finde ich total nett zu lesen. Ich finde es total scheiße und so, ja? Aber erbaulich. Ja, die Mädels total gut, irgendwie, die das irgendwie so verkaufen und so. Ja. Naja, man kann das irgendwie nicht so richtig abonnieren. Also deine Not besteht darin, dass du die Wachturm-Verkäuferin total super und nett findest, aber ja. Wachturm nicht. Eben. Und jetzt versuchst du alle mit den Mädels anzubändeln, ohne ein Wachturm-Abo zu kriegen. Genau. Siehst du? Ja. Ja, ich kenne den Schöneberger. Scheiße. Ja, und wie machst du das nun? Wie, indem du immer falsche Adresse angibst für das ja, Wachturm-Abo. Ich also die falschen Adressen an und ja. Ey, mein Lieber, du bist so volle Pulle durchschaubar. Im Grunde der gläserne Bürger. Ja, eben. Also insofern habe ich aber auch irgendwie so eine gewisse Kompetenz und so, ja? Ja. 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 Ja, habe ich irgendwie so. Ja, Volker, ja. Weißt du, also wenn ich das irgendwie so mache und so, dann mache ich das irgendwie so und so und so. Und ich mach das irgendwie so, aber ich mach das irgendwie nicht irgendwie so anders und so. Ist gut, gerade die letzten drei Sätze haben mir prima gefallen. Dankeschön. Echt? Echt? Ja. Ja? Ja, ich mach das irgendwie so oder so. Und ich mach das so und aber nicht irgendwie so anders so. Ja, du hast dir auch die Haare geschnitten, ne? Ich hab mir auch die Haare geschnitten. Ja, gut. Solltest mal meine Fingernägel sehen, ey, da geht dann aber voll die Post ab. Oh Mann. Aber darüber redet ja keiner, das ist doch irgendwie der Schwachsinn. Ja, reden alle immer nur über Haare schneiden. Also, ich meine, du schneidest dir immer so die Haare und so, aber niemand sieht so deine Fingernägel und so. Ja, genau, ist hart. Es ist
hart und so, ja? Versuchst du mal mit geschnittenen Fingern bei den Fingernägeln bei den Wachturm-Mädels. Du wirst sehen, du wirst tolle Erfolge haben, weil sich das gerade auch eher über das Unterbewusstsein mitteilt, weil natürlich die bewusste Aufmerksamkeit. Ich komme so vor meine Tür und so und wollen mir irgendwie so die Bibel irgendwie so näher bringen und ich sage irgendwie so, ja, pass mal auf, Mädels und so, ich muss da irgendwie so irgendwelche Deals machen und so und geht mal irgendwie nach Hause und so, ja? Und so zwischendurch irgendwie so, lasse ich dann irgendwie so meine Hose runter und dann klappen die natürlich total ab und so, ja? Ja, und die Bibel fällt zu Boden, die schöne Bibel. Ja, eben. Ja. Obwohl sie irgendwie so relativ, also... Und die kommen trotzdem wieder? Was? Die kommen trotzdem wieder? Ja, ja, die kommen immer so... siehst du, das ist irgendwie, die sind hart, richtig hart geschult. Was? Die sind richtig hart geschult. Ja, die sind hart drauf und so. Ja. Also die lassen sich irgendwie so abbügeln, irgendwie so, ja? Ich weiß jetzt nicht, was du mit abbügeln meinst, aber wir wollen das mal so stehen lassen. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, Volker, ja? Okay. Tschüss, viel Spaß noch in der Goldstraße. Tag, wer bist denn du da? Ja, hier ist der Siegfried. Tag, Siegfried. Ich habe eine tolle Story. Ey, gibt kein Geld dafür. Du musst nicht von vornherein sagen, dass es eine tolle Story ist. Ich möchte aber gern Zeilengeld haben. Was möchte Zeilengeld? Krieg nicht? Nee. Kannst du trotzdem erzählen? Die ist echt gut, die ist aus dem Bereich Waffen. Aus dem Bereich Waffen? Ja. Na, dann erzähl mal. Es wird gleich viel kühler, als es jetzt klingt. Eieiei, na, erzähl mal. Da war ich so noch ungefähr 9. Und da haben wir also von den Eltern Pfeil und Bogen geschenkt bekommen. Und damit sind also die Waffen jetzt gemeint. Und mit denen haben wir dann wild Huns geschossen, war immer so mit Gummipropfen vorne dran. Und dann hatten wir auch welche, wo vorne so ein Metall dran war. Die gab es auch einfach so zu kaufen. Ja. Und da haben wir Neubaugebiet damit rumgeschossen, immer so in Luft und mal auf so irgendwie so Steinmauern. Und da haben wir immer in Luft geschossen, da ist das Ding tatsächlich auf so ein Elfgeschoss da oben hochgeflogen. Oh. Ja, allen Ernstes. Und dann wer klettert jetzt hoch? Ja, das war nämlich das Problem. Mhm. Und wir mussten den also wieder kriegen, weil erstens waren die teuer, zweitens, also hätten die Eltern mit Sicherheit gefragt, wo der geblieben ist, waren wir also ein bisschen in der Bredouille. Und dann hatten wir bei uns so halb subversive Elemente schon dabei, die so irgendwie nachgemachte Schlüssel für diese Bodendinger da oben hatten. Mhm. 0815 Betonghettos. Und dann sind wir also da in dieses Haus und haben geguckt und in einigen hat er nicht gepasst, war plötzlich, war da so eine Tür offen. Und dann sind wir also zu ungefähr 14, 15 auf das Haus irgendwo und haben da oben also den Pfeil gesucht. Problem war, dass also einige wirklich dann runtergewinkt haben und man uns erlaubt bemerkte. Aber... Und war die einzige Möglichkeit, wieder an diesen Pfeil zu kommen. Und habt ihr gefunden, den Pfeil? Ja, an den Pfeil gefunden, sind runtergegangen wieder in totaler Hast und wurden unten dann von der Polizei in Empfang genommen. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes? Unter anderem. War das eine Notlösung? Ja, Notlösung, jetzt, also... Das war nicht, war irgendein Kindheitserlebnis? Nee, also die Lösung war im Prinzip war die einzige Lösung, die sich bot. Ja. Weil dann hinterher noch kam, ist eine andere Geschichte natürlich, aber das war die einzige Lösung, die sich uns boten. Die war dann für mich natürlich schon eine Notlösung, weil mir durchaus bewusst war, dass ich im Rahmen des Illegalen bewegte. Ja. Ich kriege das jetzt irgendwie nicht rund. Ich sag einfach Tschüss. Ja, Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Jetzt habe ich einfach Tschüss gesagt, spiele jetzt noch eine Musik und werde nach der Musik erklären, dass die Sendung zu Ende ist. Hat jetzt ja keinen Sinn, hier mehr weiter anzurufen. Kinder, tut mir echt leid. Aber... So ist das Leben eben manchmal. Liz Phair. And he
Dutch, that's them dancing. When they do the double Dutch, that's them dancing. When they do the double Dutch, that's them dancing. When they do the double Dutch, that's them dancing. When they do the double Dutch, that's them dancing. When they do the double Dutch, that's them dancing. When they do the double Dutch, that's them dancing. When they do the double Dutch, that's them dancing. When they do the double Dutch, that's them dancing. Fair. Auch ganz einfach zu subsumieren unter dem Begriff prima Musik. Damit ist die Sendung. Mensch, drei Jans Hartnecke sind da drin. Schnell. Hallo? Wer bist denn du? Hi, Jans, kurze Notlösung in drei Sätzen. Hier ist Frau Holle. Frau Holle? Ja, ja, immer wenn es schneit. Bei dir anzurufen, wa? Seit wann? Seit um 9 Uhr. Ey, das ist hart, wa? Ey, das klingt total scheiße. Ja. Seitdem habe ich versucht, also ich habe mich dazu bereit erklärt, zwischendurch mal ihn trinken zu gehen. Das finde ich ja gut, das finde ich ja sympathisch. Ja, und jetzt habe ich mich bereitwillig erklärt, nochmal mich an dieses Telefon zu setzen und jetzt nochmal versucht anzurufen. Ja, und jetzt hast du angerufen? Und jetzt habe ich habe beim Trinken, ich habe drei Fritz-Aufkleber gewonnen, wa? Wie findest du das? Super, da beneide ich dich jetzt aber total drum. Ey, und wisst ihr, von wem ich die habe? Indirekt von Balzer. Von wem? Von denen, ich sollte ja nicht sagen, wa? Sag mal aber. Nee, von Michi? Kennst du Michi Balzer? Nee, wer ist Michi Balzer? Nee? Doch, klar! Von dem habe ich dir gewonnen, und sag mal, der geht hausieren und beeindruckt junge Frauen mit Fritz-Aufklebern? Genau. Kinder, manche machen sich jetzt aber oh leicht, ey. Vielleicht sollte ich auch mal ein paar Fritz-Aufkleber in der Tasche haben. Na und dann? dann fängt es anfangen die Schwierigkeiten natürlich an. Genau. Gut. Aber ich fand das total komisch, wieso hast du um 9 schon angefangen? Also ich wollte dich ja eigentlich damals schon fragen, wieso. Ey Mann, das war ich doch ja nicht. Ich hab doch da, das war doch noch Johnny. Nee, ein bisschen mit meiner Stimme. Der hat die falsche Voice Processor Card eingelegt. Ich hab dich aber voll entlarvt, war. Ich find's nicht. Scheiße. Ey, ich hab das voll mitgekriegt. Ey, ich fänd's irgendwie nett, wenn du mir jetzt zum Trosten einen Fritz-Aufkleber schicken würdest. Nein, musst du mit mir ihn trinken gehen, dann schenke ich dir ihn. Ich find's nicht. Ach, erst besoffen machen und dann Fritz auf Kleber. Nee, ich mach dich ja nicht besoffen, ich schenke dir auch so hin. Aber du musst mit mir ihn trinken gehen, also letztendlich musst du mich einladen dazu. Oh, na super, na dann wird's ja richtig ein Billard-Fritz auf Kleber für mich. Das ist gut, wa? Ja, wunderbar, klasse. Also müssen wir mal ein Date ausmachen. Dann ja, kann ja. Ich hab du kannst dir vorstellen, wie scharf ich auf dem Fritz auf Kleber bin. Echt? Ja, natürlich, ich würde alles für jeden. Na siehst du, ist er so gut wie gebongt, wa? Ist so gut wie gebongt. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Tschüss. So, hast du da eine Notlösung? Nee. Ja, doch. Ja? Die allerbeste hat auch Johnny heute gebracht, dass er es noch geschafft hat, zum Konzert zu kommen. Richtig. Johnny ist ein alter Notlöser. Tschüss. Tschüssi. Ey, Kinder, hier, wie die Russen Weiland in Prag, marschiert hier Trevor Wilson ins Studio. Ich muss mich verabschieden. Tschüss. Viel Spaß mit dem Kollegen Traktor Wilson. Guck mal, mir ist unten, weißt du, der Tommy Wosch, der wartet unten. Er hat mir richtig einen auf die Fresse gehauen. Er wartet unten auf dich. Ey, super, ich werde ihn hochschicken. Vielleicht kann er dir noch einen auf die Fresse hauen. Nee, das tut verdammt weh. Der ist so groß. Das ist ja richtig ekelig. Sag ja. Tschüss, liebe junge Menschen. Jetzt schnell das Gerät aus. Traktor Wilson macht... Ein anderer Sender. Trevor macht Terror. Wobei, der spielt ja auch immer so prima Musik. Ach, manchmal wäre ich gerne Trevor Wilson. Andererseits, wenn ich ihn dann so direkt neben mir habe, dann weiß ich, ach nee, ich will doch nicht Trevor Wilson sein. Nee. Schöne Sendung, Trevor. Ja, mindestens habe ich keinen Sandalen an. Du musst die Hose zumachen. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter war von ihm. Ich
Weg gehüllt in Schnee. Also Leute, das hätte Kuttner wirklich gern, wenn ich mal hier mit offener Hose reinkommen würde, ne? Also wirklich, ne? Ich komme rein und er schaut mir auf den Pimmel. Also, alter Sack, du. Das ist ja wirklich eklig. Aller Gelassenheit erklären, dass ich mich, dass ich überhaupt nicht als nötig empfinde, gegen das Stimmen. Das soll der Hörer selbst entscheiden. Trevor melden, mit Nightflight und mit offener Hose. Tschüss, Frau, schöne Seiten. Perverse.